Professor Steels Füßen bebte. Dem alten Dekan fiel fast der Stift aus der Hand. Im ersten Moment dachte er, die Bauleitung würde wieder Arbeiten am College vornehmen. Schließlich musste an diesem alten Gemäuer ständig etwas saniert werden. Doch es war bereits kurz vor 10 Uhr abends und er war der letzte Besucher im Lesesaal. Putz bröselte von der Decke und fiel auf seine Notizen. Sein Stuhl begann zu wackeln. Er musste die Bibliothek schnellstens verlassen. Als sich der 80-Jährige mit Mühe aufrichtete, bebte der Boden plötzlich heftiger. Der Professor konnte sich gerade noch an seinem Schreibtisch festklammern. Steele blickte durch den opulenten Lesesaal. »Hallo?« rief er. Niemand antwortete. Nur ein Buch fiel aus den oberen Reihen eines Regals und krachte auf den Boden. Steele versuchte, die aufkommende Panik zu unterdrücken. Er schritt durch die Bibliothek, stützte sich an Regalen und Tischen ab und gelangte endlich zu einer stählernen Wendeltreppe. Erschütterungen ließen sie schwanken und durch seine künstliche Hüfte fiel es ihm schwer, die Stufen hinunterzugehen. Er krallte sich am Geländer fest, während er hörte, wie Bücher aus den Regalen auf den Boden klatschten. Endlich erreichte er das Ende der Treppe und den Ausgang der Bibliothek. Ein kräftiger Erdstoß holte ihn beinahe von den Füßen. »Das ist kein Erdbeben«, begriff er. Es war das Ungeheuer. Es würde aus der Erde aufsteigen und sich etwas zu fressen holen, so wie das Monster es angedroht hatte. Er hatte tatsächlich geglaubt, dieser Tag würde nie kommen. Töricht. Einige der Studenten rannten aus dem nahegelegenen Wohnheim und riefen dem Professor fragend etwas zu. Doch Steele gab keine Antwort. Unbeirrt schritt er auf den Innenhof des Campus zu. Goethes Gedicht vom Zauberlehrling kam ihm in den Sinn. »Die ich rief, die Geister.« Als er die grüne Wiese in der Mitte des Campus betrat, strömte ihm ein eisiger Hauch entgegen, den er nur zu gut kannte. Seine Nackenhaare stellten sich auf, der Boden öffnete sich vor seinen Augen. Etwas wollte aus dem Untergrund nach oben gelangen. Argon. Der Boden klaffte auf, ein tiefer Schlund offenbarte sich. Tiefe Schwärze kroch daraus hervor. Dicht daneben stand eine Studentin aus seinem Kurs. Michelle, ein schüchternes Mädchen. Sie umklammerte ihre Bücher, ihre kleinen Augen starrten ungläubig durch die großen Brillengläser. »Michelle«, rief der Professor, »um Himmels Willen, gehen Sie da weg!« Das Mädchen stand vor dem Abgrund wie festgewachsen. Im selben Moment schoss ein riesiger, graublau schimmernder Fangarm aus der Erdspalte. Saugnäpfe zierten den meterlangen Tentakel. Jetzt erst erwachte Michelle aus ihrer Starre. Sie rannte los, doch der Fangarm schnellte ihr in rasendem Tempo hinterher. Sie hatte keine Chance. Der Tentakel legte sich um ihren Oberkörper und drückte mit mörderischer Kraft zu. Noch während er das Mädchen in die Luft riss, hingen ihre Arme, ihre Beine und ihr Kopf leblos herab. Langsam, fast genussvoll, zog der Tentakel Michelle hinab in die tiefe Dunkelheit. Ein befriedigtes Grummeln ertönte aus dem Erdinneren. Die Fangarme sanken zurück in den Krater und verschwanden. Ein paar Sekunden später kehrte absolute Stille im Cathedral College ein. Der Professor schaute sich um. Alle Studenten waren längst geflohen. Er war der Einzige, der den Vorfall aus nächster Nähe miterlebt hatte. Zumindest hoffte er das. Ganz langsam richtete er sich auf. Ein Satz hallte wiederholte Male in seinem Kopf. »Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.« Sinclair Academy, Folge 5, Das Grauen von Oxford. Es liest Thomas Baloo Martin. We'll be right back.
Draußen herrschte glühende Sommerhitze, doch die Trainees der John Sinclair Academy trainierten ihre Kampftechniken in der von Jalousien abgedunkelten Halle. Stacy war froh, sich endlich wieder richtig auspowern zu können. Den ganzen Vormittag hatten sie einen schier endlosen Vortrag in Dämonologie bei Professor Rashbold ertragen müssen. Rashbold konnte selbst über die spannendsten Themen staubtrocken referieren. Nun aber kam sie ins Schwitzen, spannte ihre Muskeln an, fühlte sich hellwach. Adrenalin schoss durch ihren Körper. Das hatte sie vermisst. Stacy hatte ein Schwertkampfturnier unter den 4 Trainees ausgerufen. In Einzelkämpfen traten Hassan und Sachiko sowie Jack und Stacy gegeneinander an. Die Gewinner würden den Sieger untereinander ausmachen. Sachiko, heute mit feuerroten Haaren, war für alle die Favoritin. Doch Stacy wollte beweisen, dass sie die beste Kämpferin unter den Trainees war. Zunächst musste sie Jack aus dem Weg räumen. Der Ex-Soldat agierte oft aus dem Bauch heraus und kämpfte auch so. Geradlinig und direkt. Wenn er eine Chance sah, griff er sofort an. Stacy hatte bereits ein paar schnellen Schlägen ausweichen müssen, aber sie war wendig. Sie rollte sich über den Boden, entging der Holzklinge, sprang auf und schlug noch in der Bewegung ihr Holzschwert gegen Jacks Brustkorb. »Du bist tot«, sagte sie höhnisch. »Komm«, sagte Jack, »noch einmal.« Er stürmte ein weiteres Mal auf Stacy zu. Sie machte im letzten Moment einen Schritt zur Seite und Jacks Holzklinge stieß ins Leere. Stacy nutzte den Vorteil und schlug ihm das Schwert gegen den Hals. Wäre es statt aus Holz, aus geschliffenem Stahl, hätte es ihm die Halsschlagader zertrennt. »Da«, sagte Stacy, »du bist schon wieder tot.« »Du bist eine schlechte Gewinnerin.« »Na und? Darum geht es doch, oder? Ums Gewinn.« Jack atmete schwer aus. »Genau das macht dich so verdammt anstrengend.« Er setzte sich neben Hassan auf die Bank. Hassan war bereits gegen Sachiko ausgeschieden. Er war kein guter Schwertkämpfer, aber seine Niederlage war auch den Umständen geschuldet. Seit der Sache in Aberdale stand Hassan neben sich. »Okay«, Stacy deutete auf Sachiko. »Zeit fürs Finale, Rotschopf.« Leichtfüßig schritt Sachiko auf sie zu. Jede ihrer Bewegungen war so grazil, dass Stacy wütend wurde. Sachiko schien alles leicht zu fallen. Sie schwang das Holzschwert mit solcher Geschwindigkeit um sich selbst, dass Stacy Mühe hatte, den Bewegungen zu folgen. Sie ermahnte sich, Ruhe zu bewahren und auf ihre Gegnerin zu achten, nicht auf deren Waffe. Ohne Ankündigung schlug Sachiko zu. Stacy konnte dem Schlag in letzter Sekunde ausweichen, da folgte sogleich der nächste. Sie warf sich auf den Rücken, um nicht getroffen zu werden. Während sie wieder auf die Beine kam, kicherte Sachiko. Stacy spürte, wie das Blut in ihren Adern kochte. Sie riss das Schwert herum und schlug nach Sachiko. Sie wollte ihr wehtun. Doch Sachiko wich leichtfüßig aus. »Herrgott, nicht so verbissen«, rief Jack. »Ich zeige dir, wie verbissen ich sein kann.« Stacy umfasste den Griff ihres Schwertes so fest, dass die Fingerknöchel knackten. Sie sprintete auf Sachiko los, da flog die Flügeltür des Trainingsraums auf. Miss Julia trat ein. Die Leiterin der Academy zog ein zu ihrem festen Dutt passendes, strenges Gesicht. Wenn sie erschien, gab es wichtige Neuigkeiten. Ansonsten lief man ihr nur selten über den Weg. »Guten Tag, Trainees.« »Guten Tag, Miss Julia«, ertönte es im Chor. »Ich muss Sie leider unterbrechen.« Sachiko legte ihr Holzschwert nieder, Stacy jedoch zögerte. »Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir unseren Kampf noch zu Ende führen?« Miss Julia zog die Augenbrauen hoch. »Ich bewundere Ihren Eifer, Miss Cole, aber wenn ich etwas zu sagen habe, hören alle zu, verstanden?« Stacy nickte verhalten. »Gestern Nacht ereignete sich in Oxford die Attacke eines Monstrums. Der Boden des Cathedral College brach auf, ein Krater im Innenhof blieb zurück.« Stacy riss vor Schreck die Augen auf. Das Cathedral College kannte sie. Sie hatte dort einige Jahre lang studiert, bevor das MI6 sie abgeworben hatte. Sie sah die niedrigen, hellen Gebäude und die gepflegten Innenhöfe vor sich, in denen sie viel Zeit mit juristischen Lehrbüchern auf dem Schoß
und einem Kaffee in der Hand verbracht hatte. »Die Presse redet von einem Erdbeben«, sagte Miss Julia. »Aber es gibt einen Augenzeugenbericht, wonach Tentakel aus dem Boden gekommen sein sollen. Der Vorfall hat eine Studentin das Leben gekostet.« »Erdbeben? Tentakel?« überlegte Hassan laut. »Handelt es sich dabei vielleicht um Cthulhu?« »Nein, das können wir ausschließen. Cthulhu behalten wir im Auge.« »Warum ausgerechnet das Cathedral College?« fragte Stacy. Miss Julia legte ihr für alle überraschend eine Hand auf die Schulter. »Sie haben dort studiert, nicht wahr?« Stacy nickte. Sie versuchte, sich zu erinnern, ob während ihrer Zeit am College etwas Ähnliches vorgefallen war. Nein, das Leben dort war das vielleicht ruhigste gewesen, das sie je geführt hatte. »Miss Cole, kennen Sie Professor Steele, den Dekan der juristischen Fakultät?« »Natürlich, er war einer meiner Dozenten.« »Er hat sich in der Bibliothek aufgehalten, als sich der Vorfall ereignete. Augenzeugen berichten, dass er der Einzige war, der nicht panisch die Flucht ergriffen, sondern sich den Vorfall aus der Nähe angeschaut hat. Ich meine, Sie sollten hinfahren und ihm einige Fragen stellen.« Stacy nickte. Sie dachte gern an den Dekan mit seinem sanften Lächeln und dem weißen Bart zurück. Ein sanftmütiger und friedfertiger Mann. Miss Julia richtete das Wort an die gesamte Runde. »Stellen Sie Nachforschungen an, was es mit diesem Erdbeben auf sich hat. Befragen Sie den Dekan und die Studentin, die von den Tentakeln berichtet hat. Ihr Name ist Angela Shywell.« Die Bauarbeiten am Innenhof des College waren in vollem Gang. Vier Bagger fuhren über das Gras und schütteten den Krater im Boden mit Erde zu, damit der Campus schnell wieder so aussah wie vorher. Stacy beobachtete dies vom Fenster von Professor Steels Büro aus, während sie auf den Dekan wartete. Es beeindruckte sie, mit welcher Akribie das College versuchte, seine äußere Erscheinung schnellstens wiederherzurichten. »Entweder legt man viel Wert auf den Eindruck, den das College macht«, dachte sie, »oder man hat etwas zu verbergen.« Sie schaute sich in Steels Büro um. Hier hatte sie früher oft mit ihm geplaudert. Die beiden hatten einen guten Draht zueinander gehabt. Steele hatte immer gesagt, »Sie sind so gar nicht akademisch, Stacy, sondern bodenständig. Bewahren Sie sich das.« Aus diesem Grund hatte Stacy auch darauf bestanden, zunächst allein zu Steele zu gehen. Sein Büro war stilvoll eingerichtet, mit einem Ledersofa und einem Lesesessel, in dem man mit einem Buch versinken konnte. Die hohen Bücherregale boten genug Auswahl. In der Ecke stand ein Cello. Es wirkte, als hätte der Dekan sein Büro zu seinem Zuhause gemacht. Stacys Gedanken wurden unterbrochen, als Steele das Büro betrat. Sie wollte auf ihn zu und ihn freudig begrüßen, doch er schaute schüchtern zu Boden, ging wortlos an ihr vorbei und setzte sich hinter seinen riesigen Eichentisch. Keine Umarmung wie früher. Stacy schluckte. Das war nicht der lebenslustige Professor, den sie kannte. »Wir haben uns ja lange nicht gesehen«, sagte er nach einer Pause. »Sie sind sicher wegen der Ereignisse der letzten Nacht hier. Nun, es war ein Erdbeben. So eines, wie wir es vor ein paar Jahren schon einmal in Oxford erlebt haben. Tragisch, aber nichts Außergewöhnliches.« Steele räusperte sich. Schweiß zeichnete sich auf seiner Stirn ab. »Augenzeugen haben ausgesagt, dass eine Studentin von einem Tentakel ergriffen und in die Tiefe gezogen wurde«, wandte Stacy ein. »Einem Tentakel, Stacy, ich bitte Sie.« »Professor, ich muss Sie das fragen. Was wissen Sie über den Tod Ihrer Studentin Michelle Buffer? Sie sollen sich bis zum Ende am Ort des Angriffs aufgehalten und alles beobachtet haben.« »Welcher Angriff? Michelle ist in einen Krater gestürzt und dabei umgekommen. Das ist furchtbar. Aber diesen Todesfall einem Wesen mit Tentakeln anzudichten, ist absurd. Pietätlos!« »Professor!« »Nein, Stacy!« Steele wurde laut. So hatte Stacy ihn noch nie erlebt. »Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal davon gehört haben, aber Menschen spinnen sich gern Dinge zurecht, wenn sie in Panik geraten, weil sie etwas erleben, das sie sich nicht erklären können.«
um eine Antwort zu finden, berichten Sie dann von den verrücktesten Sachen, was verständlich ist, denn Sie haben Angst. Sie müssen zugeben, dass der Verweis auf ein Monster ziemlich an den Haaren herbeigezogen klingt.« Steele klang wütend. Er war stets ein Mann des ruhigen Wortes gewesen und immer offen für Widersprüche und Neues. Sie kam zu dem Schluss, dass der Professor sich verändert hatte. Und zwar nicht zum Guten. Ihr Blick wanderte über die Bücherregale hin, zu einer freien Stelle an der Wand. Früher hing dort ein Porträt von Isaac Newton. Nun befand sich dort ein großes Kreuz aus Holz. Es war so dezent, dass es neben den wuchtigen Bücherregalen etwas verloren wirkte, aber es befand sich direkt über dem Sitzplatz von Professor Steele. »Seit wann sind Sie gläubig, Professor?« fragte Stacy. »Das steht wohl kaum zur Debatte, oder?« »Sie waren immer ein Mann der Fakten, der den Glauben an Gott hinterfragt hat. In unseren Vorlesungen haben Sie...« »Ich komme aus einem katholischen Elternhaus«, unterbrach er sie. »Das heißt nicht, dass Sie selbst katholisch sind.« Er erhob sich langsam. Er war alt geworden. Um aufzustehen, stützte er sich an seinem Schreibtisch ab. »Stacy«, sagte er bestimmt, »ich muss Sie nun bitten zu gehen. Verlassen Sie das College und kommen Sie nicht noch einmal zurück.« Stacy starrte ihn an. War das eine Drohung? Widerwillig verließ sie das Büro, mit dem sie sonst nur schöne Erinnerungen verband. Das Albion war die Studentenbar am Cathedral College und gehörte zu den hässlichsten Orten, die Stacy je gesehen hatte. Es passte überhaupt nicht zu dem sonst so noblen Bild des College. Es befand sich im Keller, das Interieur wirkte wie eine lieblos zusammengeklatschte Kantine, und statt Bildern befanden sich ausschließlich Flachbildfernseher an der Wand, die gerade ein Rugby-Spiel übertrugen. Stacy war während ihrer Studienzeit nur ein einziges Mal hier unten gewesen. Trotzdem erkannte sie den Barmann sofort wieder. Ein ruppiger Typ, der sie mit penetranten Glubschaugen gemustert und ihr nur widerwillig Getränke verkauft hatte. Sie saß neben Hassan, der Angela Shywill ausfindig gemacht und in die Bar eingeladen hatte. Wahrscheinlich hatte er die blonde, zurückhaltende Studentin einfach angeflattert. Doch als Stacy dazugekommen war und das Gespräch auf die aus dem Boden aufsteigenden Tentakel lenkte, wurde Angelas Stimme piepsig und geradezu ehrfurchtsvoll. »Also«, sagte Stacy, »du warst mit deiner Lerngruppe in einem der Seminarräume und als das Erdbeben losbrach, seid ihr geflüchtet.« »Ja«, sagte Angela leise. »Ich bin auf dem Innenhof stehen geblieben. Und dann habe ich dieses Ding gesehen. Diesen klitschigen Fangarm. Es wurde ganz kalt.« Angela öffnete ihren Mund kaum, als hätten die Wände Augen und Ohren. »Ist schon gut.« Hassan legte seine Hand schützend auf Angelas zitternden Arm. »Wir sind bei dir.« »Was ist dann passiert?« drängte Stacy. »Hast du gesehen, wie der Tentakel aus dem Boden kam?« »Der Boden öffnete sich. Ich hab hineingesehen.« »Was ist mit der Studentin, die in den Krater gerissen worden ist?« »Sie ist nicht die Erste. Das Monstrum hat schon so viele Studenten gefressen.« »Was? Gefressen? Wie meinst du das? Und wie viele hat es denn schon gefressen?« »Ich weiß nicht«, sagte Angela. »Ich darf gar nicht darüber reden.« Angsterfüllt blickte sie sich im Albion um. Der Barkeeper beobachtete sie. Auf seine komische Art beobachtet er jeden, dachte Stacy. »Angela, du musst mir jetzt ganz ruhig erzählen, was hier vor sich geht.« »Ich kann nicht.« Stacy packte Angelas Arm. Es sollte beruhigend wirken, doch sie machte der Studentin damit offensichtlich noch mehr Angst. Darauf konnte Stacy gerade keine Rücksicht nehmen. »Du kannst, Angela, und du musst es tun.« »Das Monstrum ist hungrig. So viele sind schon verschwunden.« Angela schluckte. »Es lockt dich an. Es will dich verschlingen und lockt dich an. Ich habe es gespürt, ich...« Ihre Stimme brach schluchzend.
Sie blickte erschrocken zum Eingang des Albion. Dort stand jemand. »Wie lange steht der Kerl schon da?« fragte Stacy leise. »Willst du mich verarschen?« Hassan lächelte neunmal klug. »Wir werden ausspioniert, seitdem wir dieses hässliche Lokal betreten haben.« Stacy ärgerte sich. Sie hatte sich so sehr auf Angela und deren Aussage konzentriert, dass sie vollkommen vergessen hatte, auf ihre Umgebung zu achten. So etwas durfte einem Agenten nicht passieren. Stacy musterte ihren Beobachter, was ihn offensichtlich dazu brachte, zu ihnen an den Tisch zu treten. Der Mann trug einen schwarzen Anzug mit dunklem Hemd, seine Haare waren mit Pomade verklebt. Die Art, wie er ging, erinnerte Stacy an einen erfolgreichen, souveränen Geschäftsmann. Er trat an den Tisch und fasste Angela an die Schulter. »Haben wir nicht ausgemacht, dass du mich informierst, bevor du mit Fremden redest?« Ihre Unterlippe zitterte. »Entschuldigen Sie bitte, wir sind Bekannte von Angela.« Der junge Mann starrte Stacy mit seinen hellblauen Augen an. Sein Mund lächelte, doch seine Augen wollten ihr wehtun. »Ach, wo bleiben meine Manieren? Verzeihen Sie, mein Name ist Tyrell Sörensen und ich begrüße Sie am Cathedral College.« »Es ist uns egal, wer Sie sind und wie Sie heißen. Wir wollen bloß mit Angela reden.« »Na, warum so unhöflich, Stacy?« Stacy war überrascht. Woher kannte der Typ ihren Namen? Wer hatte ihn von ihrem Besuch in Kenntnis gesetzt? »Aber ich verstehe schon«, fuhr Tyrell fort. »Sie sind schlecht gelaunt, weil Sie zurück in die heiligen Hallen des Cathedral College gekommen sind.« »Warum sollte mir das schlechte Laune machen?« »So viel Zeit und Energie, die Sie hier investiert haben, und am Ende haben Sie doch bemerkt, dass es nicht reicht und das Jurastudium abgebrochen.« Stacy sprang auf. »Bastard«, fauchte sie. Tyrell zwang sich ein Lächeln ab. Er blickte sich um. Keiner der wenigen Gäste schaute dem Rugbyspiel zu. Alle Blicke lasteten auf Stacy. »Wie ich das sehe, haben nur Studenten das Recht auf den exklusiven Zeitvertreib im Albion. Und von denen zähle ich an diesem Tisch nur zwei.« Tyrell griff Angela an den Nacken und drückte fest zu, als wolle er ein Kaninchen davontragen. »Die liebe Angela et moi. Daher bitte ich Sie freundlich, von hier zu verschwinden.« Er lächelte. Stacy wandte sich an Angela. »Wenn irgendetwas ist, weißt du, wie du uns erreichen kannst.« Angela reagierte nicht, sie schaute wie versteinert auf die Tischkante. »Wenn wir euch hier nochmal sehen«, sagte Tyrell, »dann gnade euch Argon.« Stacy hatte keine Lust, noch einen weiteren Satz mit ihm zu wechseln. Sie wandte ihm den Rücken zu und ging. Hassan folgte ihr. Vor dem Ausgang stellte sie fest, »Wir müssen den Typen im Auge behalten. Wir brauchen ein gutes Versteck.« Stacy saß auf dem Fenstersims des Studentenzimmers und schaute hinaus auf den Innenhof des Campus. Noch immer machte die Begegnung mit Tyrell sie wütend. Während ihres Studiums war sie vielen Typen begegnet, die ihre Nase so hoch hielten, dass man Angst haben musste, sie würden in den nächsten Gully stolpern. Doch Tyrell war arroganter als sie alle zusammen. Am schrecklichsten war, wie er Angela behandelt hatte. Wie ein Haustier. Welche Rolle spielte dieser Mensch am Cathedral College? Ein Wachmann in grauer Uniform streifte über den Innenhof, der dickste Security-Mitarbeiter, den Stacy je gesehen hatte. Jeder, der vor ihm flüchtete, hätte unterwegs noch genug Zeit, um Witze über den Kerl zu machen. Trotzdem musste sie ihn im Auge behalten, denn mit seiner Trillerpfeife könnte er sportlichere Kollegen herbeirufen oder andere unangenehme Typen, wie Tyrell. Der Wachmann stieg über die Stelle, an der gestern Abend der Boden aufgerissen war. Die Spuren des angeblichen Erdbebens waren noch zu sehen, aber insgesamt hatten es die Bauarbeiter in erstaunlich kurzer Zeit geschafft, den Campus wieder herzurichten. Stacy wandte sich dem Raum zu, einem kleinen Zwei-Mann-Studentenzimmer, dessen Besitzer nach den Vorfällen von letzter Nacht das Weite gesucht hatten. Im Wesentlichen bestand es aus zwei Betten, einem niedrigen Tisch, einem Schrank und einem Schachspiel. Nur eine kleine Kerze spendete Licht. Hassan saß auf dem Boden vor dem Schachspiel, Jack ging grübelnd auf und ab, Sachiko lag gelangweilt auf dem Bett.
Die halbe Nacht schon warteten sie, dass alle Bewohner des Campus schlafen gingen. Erst dann würden sie weitere Nachforschungen anstellen können. »Ihr seid sicher, dass euch niemand gesehen hat, als ihr dieses Zimmer übernommen habt?« Stacys Frage richtete sich an Jack und Sachiko. »Ja, ganz sicher«, antwortete Sachiko genervt. »Der Flur war leer, niemand hat uns beobachtet.« »Ihr habt auch nicht das Licht angeschaltet, sodass euch jemand von außen sehen konnte?« »Doch, Stacy«, antwortete Sachiko und strich sich durch ihre inzwischen kanariengelben Haare. Stacy fragte sich, wann Sachiko eigentlich dazu kam, ihre Haare zu färben. Sie hatte sie noch nie dabei gesehen. »Wir setzen alles daran, dass unsere Deckung auffliegt. Kein Grund, pampig zu werden. Es gab auch keinen Grund, den Kontrollfreak zu spielen.« »Herrgott, Leute, kommt mal runter«, mischte Jack sich ein. Im Inneren gab Stacy ihm recht. Sie wandte sich zurück zum Fenster und beobachtete den Wachmann. Der stand nun neben dem Brunnen in der Mitte des Innenhofes, als hätte er schon längst keine Lust mehr auf seinen Job. Der Anblick besaß eine fast schon einschläfernde Wirkung. Hier würde erst einmal nichts passieren. Genau in diesem Moment sah Stacy ein paar dunkle Gestalten über den Innenhof gehen. Ein halbes Dutzend, dem Körperbau nach vermutlich Männer. Sie waren in schwarze Kutten gekleidet. »Was zur Hölle geht da vor?« Stacy presste ihr Gesicht an die Fensterscheibe. Der Wachmann wandte sich um und entdeckte die Gestalten. Er nickte ihnen zur Begrüßung zu. Stacy schnappte ihre schwarze Lederjacke und stürmte zur Tür. »Innenhof, jetzt!« rief sie und rannte den Flur des Wohnheims entlang. »Ihr bleibt hier und haltet die Stellung«, sagte Jack zu Hassan und Sachiko. »Behaltet den Innenhof im Auge. Falls wir euch brauchen, gebe ich ein Zeichen.« Jack sprintete Stacy hinterher. Als sie den Innenhof erreichten, herrschte dort Totenstille. In keinem Gebäude der Universität brannte Licht. Der Hof wirkte, als läge er schon stundenlang verlassen da. Von den vermummten Gestalten gab es keine Spur. Und auch der Wachmann war verschwunden. Stacy blickte zum Brunnen. Seit dem angeblichen Erdbeben war er stillgelegt. Die Brunnenfigur, ein Jüngling, der zum Gruße seinen Hut abnahm und die Hand ausstreckte, blickte leblos vor sich hin. »Sie sind in den Brunnen gestiegen«, sagte Stacy. »Anders kann ich es mir nicht erklären.« Bevor Jack etwas erwidern konnte, stieg sie bereits in das Wasser und tastete den Boden nach einer Öffnung oder einem Eingang ab. Ihre Finger fuhren forschend über die Figur des Jünglings. Sie war überzeugt, hier einen Zugang zum Untergrund zu finden, dorthin, wo das Monstrum lauerte. Nichts. Keine Spur, kein Anhaltspunkt. »Hey!« brüllte plötzlich eine Stimme. Der dicke Wachmann. Er schnappte die Trillerpfeife, die um seinen Hals hing, und pfiff. Mit dem schrillen Ton würde er das gesamte College aufwecken. »Stacy, lass uns abhauen«, sagte Jack. »Hier ist nichts.« Doch Stacy untersuchte weiter systematisch den Brunnen. Keine Öffnung, kein Zugang. »Es muss hier sein!« Sie schaute zu dem Jüngling hinauf, der seine Hand ausstreckte. Stacy nahm sie und schüttelte sie wie zur Begrüßung. Der steinerne Arm gab tatsächlich nach und ließ sich nach unten drücken. Wie von Zauberhand bewegt, kippte die Statue nach vorn und legte ein dunkles Loch frei, das sich unter ihr befand. Vor Stacy und Jack befand sich ein tiefer, schwarzer Abgrund, zu dem eine rostige Leiter hinunterführte. Sie kletterten die Sprossen so schnell herunter, wie sie konnten. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, schob sich der Jüngling über ihrem Kopf wieder zurück. Der Ausgang war verschlossen. Ein kalter Hauch strömte ihnen entgegen. Sie hatten weder Handys noch Taschenlampen dabei, um sich den Weg auszuleuchten. Aber sie sahen in der Ferne ein flackerndes, schwaches Licht und konnten erahnen, dass sie sich in einem Tunnel befanden, der um die 50 Meter lang zu sein schien. Die Wände fühlten sich kalt an und Gestein bröckelte von ihnen ab. Dieser Gang musste bereits vor Ewigkeiten in den Stein gehauen worden sein. »Und du hast all die Jahre an der Uni nichts hiervon mitbekommen?« flüsterte Jack. »Offensichtlich nicht.« Sie ärgerte sich. Ja, sie hatte sich jahrelang jeden Tag auf dem Campus herumgetrieben, auf den Wiesen des Innenhofs gesessen und Rechtstexte auswendig gelernt. Nie hatte sie auch nur eine Ahnung gehabt, dass sich unter dem Campus eine weitere Welt verbarg. Eine dunkle Welt, durch die sich ellenlange Tunnel zogen.
da war er wieder. Dieser eisige Hauch, intensiver als zuvor. Stacy fragte sich, wie viele Menschen hier unten bereits ihr Leben gelassen hatten. Es lockt dich an, hatte Angela gesagt. Was sollte das bedeuten? Sie kamen dem Kerzenschein näher. Stacy wusste nicht, ob sie es sich nur einbildete, doch es wirkte, als würde sich die Farbe der Steinwände vom matten Grau in ein tiefes Rot wandeln. Als wäre hier viel Blut vergossen worden, das noch immer an den Wänden klebte. Sie schüttelte den Kopf. Ihre Wahrnehmung musste ihr einen Streich spielen. Schritt für Schritt schlichen die beiden Trainees über das leise, knirschende Geröll. Stacy stützte sich an der Wand ab, um möglichst wenig Lärm zu machen. Dann spürte sie, dass die Wand zu ihrer Linken endete. Ein weiterer Tunnel führte dort in die Dunkelheit. Jack verzog überrascht das Gesicht. Hier existiert wohl ein ganzes Tunnelsystem. Aus der Ferne erklangen Männerstimmen. Ein leiser, kaum hörbarer Singsang. Die Typen in den schwarzen Roben haben wohl Chorprobe. Jack deutete den Gang hinunter, aus dem das Licht kam. Nach ein paar Schritten erreichten sie einen von Kerzenlicht erhellten Raum. Doch hier war niemand. Kein Gesang, keine merkwürdigen Verse. Waren die Kuttenträger wieder verschwunden? Stacy und Jack betraten das hohe Gewölbe. Links und rechts befanden sich Bänke, auf denen Kerzen vor sich hin flackerten. Bei genauerer Betrachtung fiel Stacy auf, dass sämtliche Bänke auf eine große und aufwendige Wandzeichnung ausgerichtet waren. Sie zeigte ein kryptisches Wesen, das Stacy nicht genau erkennen konnte. »Sieht aus wie eine Art Gebetsraum«, kommentierte Jack. Er deutete auf die Zeichnung. »Und da ist der Empfänger der Gebete.« Stacy ging langsam darauf zu. In diesem Raum befand sich kein Geröll auf dem Boden. Er wurde sauber gehalten. Mit den Fingern strich sie über die Zeichnung, die an eine alte Höhlenmalerei erinnerte. Sie bildete ein riesiges Monstrum ab. Am ehesten kam es einer fleischfressenden Pflanze gleich. Der Kopf bestand hauptsächlich aus einem erschreckend großen Maul, das sich sperrangelweit öffnete. Aus dem Maul ragten lange, spitze Zähne, die weit auseinanderklafften. Der tiefe Schlund führte in den Magen des Monstrums, aus dem zahlreiche Wurzeln wuchsen, die das Wesen in seiner Umgebung verankerten. Vier dieser Wurzeln waren stärker, länger und kräftiger als die anderen. Erst bei genauerem Hinsehen verstand Stacy, um was es sich tatsächlich handelte. Es sind die Tentakel. Sie stellte sich vor, wie die Fangarme nach allem griffen, was sie kriegen konnten, und die Körper ihrer Opfer mühelos zerdrückten und in die Tiefe rissen. Wie hatte eine riesige Schlingpflanze eine Gruppe in Kutten gekleideter Anhänger um sich gescharrt und sie dazu gebracht, ihr einen Gebetsraum zu errichten? Waren es vielleicht eben jene Kuttenträger, die dem Monstrum Opfer darbrachten? Unter der Zeichnung entdeckte Stacy in krakeligen Großbuchstaben einen Namen. Argon. Hatte diesen Namen nicht auch Tyrell im Albion genannt? War das der Name dieses Monstrums? Ohne Vorwarnung ging Jack vor ihr in die Knie. Er stützte sich auf der Bank vor sich ab, riss ein paar Kerzen um und hielt sich die Brust. Sein Iblismal, verstand Stacy sofort. Immer wenn sich ein Dämon näherte, spürte Jack einen brennenden Schmerz in der Brust. Sie fasste ihm an die Schulter. Jack, spürst du, was es tut? Jack kniff die Augen zusammen, krallte sich in Stacys Lederjacke und riss den Kopf hin und her, als versuchte er, den Schmerz abzuschütteln. Es spürt uns! Stacy wurde schwarz vor Augen. Alles drehte sich. Sie sah einen Fangarm in den Gebetsraum kriechen. Der Tentakel kroch langsam und unbeirrbar auf sie zu. Ihn umgab eine Art Energiefeld. Kleine Blitze zuckten tiefblau und violett um ihn herum. Als würde jeder, der ihm zu nahe kam, einen Stromschlag erleiden. Stacy wich ein paar Schritte zurück und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie schüttelte den Kopf und schlug sich gegen die Stirn. Als sie aufblickte, war der Tentakel verschwunden. Sie tat einen behutsamen Schritt vorwärts.
Sie hörte ihr eigenes Auftreten nicht, als wäre sie in einem schalltoten Raum, in einem Vakuum. Und das Schlimmste, Jack war nicht da. »Jack! Jack!« Sie wollte seinen Namen rufen, brachte aber keinen Ton heraus. Sie wandte sich zu der Zeichnung um. Die Fangarme, die aus dem Körper des Monstrums ragten, schwangen leicht hin und her. Der Körper pulsierte, als hätte das Wesen einen Herzschlag. »Es spielt deinem Verstand einen Streich«, dachte Stacy. Eine Stimme erklang in ihrem Kopf. »Komm zu mir!« Es klang gehässig, verlangend und unmenschlich. Es musste die Stimme eines übernatürlichen Wesens sein, die sich in ihr Hirn fraß und die in jedem Winkel ihres Kopfes widerhallte. »Komm zu mir!« Stacy ging in die Knie. Als sie sich umwandte, kroch der Tentakel wieder auf sie zu. Die Spitze des Fangarms richtete sich auf, als hätte er vor, in Stacys Nase zu kriechen. »Jack«, rief sie mit letzter Kraft, »hol mich hier raus!« Dann verlor sie das Bewusstsein. Sie träumte. Das wusste sie. Es war, als wäre sie in einer Zeitschleife gefangen, tief unter dem Campus, in dem ominösen Gebetsraum, der ausschließlich von flackerndem Kerzenschein erleuchtet war. Auf dem Boden robbte sich der Tentakel voran wie ein riesiger, hungriger Wurm. Das glitschige Ding schien aus unzähligen kräftigen Muskeln zu bestehen. Mit sich brachte diese Scheußlichkeit, die Teil eines viel größeren Monstrums war, die eisige Kälte einer Unterwelt, für deren Verständnis die Vorstellungskraft eines Menschen nicht ausreichte. Plötzlich stieß der Tentakel auf Stacy zu. Sie sah die Saugnäpfe auf sich zurasen, die sie umfassen, sie mit sich in die Tiefe reißen wollten. In die Unterwelt, in Argons Magen. Stacy riss die Augen auf. Draußen war heller Tag. Vögel zwitscherten. Sie befand sich nicht mehr in den endlosen Gängen des unterirdischen Tunnelsystems. Sie war in Sicherheit. Aber wo war sie? Und wie war sie hierher gekommen? Es kostete sie viel Kraft, sich aufzusetzen. Sie setzte sich an die Bettkante und musterte den Raum. Die nicht zu Ende geführte Schachpartie machte ihr bewusst, dass sie sich in dem Zimmer des Studentenwohnheims befand. Jack musste sie aus dem Tunnelsystem hierher geschleppt haben. Aber was war vorher passiert? Wie lange hatte sie geschlafen? Und wo waren die anderen? Stacy wusste, dass sie von einer Macht angegriffen wurde, die versucht hatte, ihre Gedanken zu unterwerfen. Was hatte Angela gesagt? Es lockt dich an. Argons Gedankenkontrolle war die mächtigste Kraft, mit der Stacy je zu tun gehabt hatte. Und als Tochter einer Voodoo-Priesterin hatte sie mit solch einer Art von Kraft schon oft gekämpft. Vielleicht sollte sie ihre Mutter kontaktieren. Sie würde garantiert einen Schutzzauber auf Lager haben, der Stacy gegen diese Gedankenkontrolle immunisieren oder sie zumindest abschirmen würde. Und Stacy liebte ihre Mutter, natürlich. Aber es schien, als hätte diese niemals mitbekommen, dass ihre Tochter erwachsen geworden war. Stacy wollte nie wieder hören, wie ihre Mutter einen ihrer Freunde missbilligte und vor seinen Ohren zu ihr sagte, »Na, Hauptsache, ihr macht es mit Verhütung.« Nein, sie würde das allein in den Griff bekommen. Die Tür flog auf. Stacy hob die Fäuste. Es war Hassan. Er hatte beide Hände voller Bäckertüten und balancierte einen großen Becher Kaffee. Er grinste. »Schaut mal, wer wach ist!« Auch Sachiko, mit smaragdgrünem Haar und Jack, Gott sei Dank war er wohl auf, traten ein und lächelten Stacy an. »Geht es dir gut?« fragte Jack. »Du bist doch nicht sauer.« Sachiko lächelte verschmitzt. »Ich frage mich nur, warum ihr mich allein zurückgelassen habt.« »Wir hatten Hunger«, erklärte Hassan. »Und mussten irgendwoher etwas zu essen besorgen. Wir konnten uns ja schlecht in die Schlange vor der Cafeteria zwischen Tyrell und Professor Steele stellen.« Er hob eine der Tüten hoch. »Dir haben wir auch was mitgebracht.« Neben das Bett stellte er den großen Becher Kaffee. Stacy griff sofort danach. Sie trank einen großen Schluck und verbrannte sich beinahe die Zunge. Kaffee war gerade genau das Richtige. Schwarz
ohne Milch und ohne Zucker, so wie sie ihn liebte. Auch wenn sie noch immer unter Kopfschmerzen litt, besserte der Kaffee ihre Laune. »Wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Und wie hast du mich vor diesem Tentakelmonstrum gerettet?« »Tentakelmonster?« fragte Jack. Er schaute zunächst Stacy fragend an und dann in die Runde. »Ja, es kam auf mich zugekrochen.« »Mein Iblismal hat gebrannt, und nachdem ich es in den Griff bekommen habe, wurdest du plötzlich ohnmächtig. Kein Tentakel, kein Monster, und erst recht kein Tentakelmonster.« Stacy schaute verdutzt. Hatte sie sich das alles nur eingebildet? Gab es in Wirklichkeit kein Monster? »Und was ist dann passiert?« fragte sie. »Dann habe ich dich auf die Schultern genommen und dich da rausgetragen, den dunklen Tunnelgang entlang. Irgendwann kam ein Aufstieg, ein Gully. Dort sind wir dann rausgeklettert.« »Wie die Ninja Turtles«, witzelte Hassan und aß ein Stück von seiner Zimtschnecke. Die Zuckerglasur verklebte seinen Oberlippenbart. »Genau, wie die Turtles. Aber rate mal, an welcher Stelle wir an die Oberfläche gekommen sind.« Stacy zuckte mit den Achseln. »Offensichtlich bei einem Backshop. Vor dem Haus, in dem sich Professor Steels Büro befindet. Wenig überraschend, oder?« »Das stimmt«, sagte Jack. »Aber warte erst mal ab, was Sachiko herausgefunden hat.« Stacy war zornig, dass sie so versagt hatte und dass Jack, der kaum Erfahrung hatte, sie hatte retten müssen. Es stieß ihr sauer auf, dass Sachiko so offensichtlich zufrieden mit sich war, als sie sich neben sie auf das Bett pflanzte. Ihre Kollegin hatte den mit Stickern übersäten Laptop aufgeschlagen. »Auf der Homepage des College bin ich auf einen Link gestoßen, der sich nicht öffnen lässt. Es kommt keine Fehlermeldung, nichts. Er führt einfach nur zu einer Blankpage.« Sachiko öffnete ein schwarzes Textfenster und tippte blitzschnell ein paar Befehle ein. »Mit ein bisschen Geschick gelangt man dennoch recht easy auf die Seite«, sagte sie und zwinkerte Stacy zu. »Und dann öffnet sich ein Fenster, das eine ziemlich verdächtige Website zeigt.« Auf dem Bildschirm flackerte ein blutrotes Symbol auf einem schwarzen Hintergrund. Es sah für eine Computergrafik ziemlich bedrohlich aus. Erst bei genauerem Hinschauen fiel Stacy auf, dass dieses Symbol der Zeichnung glich, die sie in dem Gebetsraum des Tunnelsystems entdeckt hatte. Es war eine Darstellung der Wandzeichnung, bildete aber nur die Umrisse ab. »Das ist Argon«, sagte sie. »So heißt das Monstrum.« Die verborgene Website verfügte über keine weiterleitenden Links oder Reiter zum Anklicken. Lediglich das Symbol strahlte den Betrachter an. Darunter befand sich ein kurzer Text. »Wir von der Bruderschaft suchen stets Mitglieder, die uns unterstützen. Tritt ein in den Kreis und diene. T.S.« »T.S.«, las Stacy leise. »Tyrell Sørensen.« »Genau das denke ich auch«, pflichtete Sachiko bei. »Und Sie nennen sich wirklich die Bruderschaft? Nicht gerade originell, oder?« »Wenn es wirklich so einfach ist, Ihrem Kuttenclan beizutreten, dann sollte sich einer von uns Ihnen anschließen.« »Ich werde Tyrell aufsuchen und mich anbieten«, sagte Jack. »Er ist der Assistent von Professor Steele und übernimmt dieses Semester dessen Vorlesung. Ich werde mich reinsetzen und ihn anschließend ansprechen.« Das war ein einfacher Plan, vielleicht etwas zu einfach. Doch wenn er klappen sollte, hätten die Trainees einen entscheidenden Schritt gemacht. Durch den Beginn des neuen Semesters würden eh viele neue Gesichter den Hörsaal füllen, Jack würde also kaum auffallen. Ob er danach so einfach in die Bruderschaft eintreten durfte, bezweifelte Stacy dennoch. Jemand wie Tyrell würde einen Anwärter zumindest irgend so ein sadistisches Aufnahmeritual durchlaufen lassen. Aber ein Versuch war es wert. Stacy nickte. »Nur solltest du deinen Dreitagebart abrasieren. Es kauft dir an diesem feinen College sonst keiner ab, dass du ein Student bist.« Jack zog einen Nassrasierer aus seinem Beutel und präsentierte ihn stolz. »Alles schon durchdacht«, sagte er. »Sachiko kam dir dazu vor.« Ein weiteres Mal musste sie in Sachikos lächelndes, zwinkerndes Gesicht schauen. Stacy rollte mit den Augen und trank einen großen Schluck Kaffee. Jura, fand Jack, war so trocken wie ein Roggenbrot, das 3 Wochen in der Sonne gestanden hatte. Jeder Satz musste erst einmal aufgrund seiner Fachbegriffe entschleiert werden
Und sobald Jack begriff, worum es ging, und das waren meist simple Sachverhalte, hatte Dozent Tyrell schon die nächsten drei komplexen Sätze von sich gegeben. Es dauerte keine 10 Minuten, da hatte Jacks Hirn bereits abgeschaltet. Den Rest der Vorlesung saß er zurückgelehnt auf der Bank, neben jungen Frauen, die Brillen mit viel zu großen Rahmen trugen, sowie sportlichen Kerlen in Hemden, die für einen Studenten viel zu teuer wirkten. Während alle akribisch mitschrieben, was Tyrell referierte, kritzelte Jack lediglich ein paar Strichmännchen auf seinen zu Tarnung besorgten Block und glitt ab und an über sein nun babyweiches Kinn. Tyrells Gesicht war ebenfalls glatt rasiert. Doch seine Augen wirkten so alt, dass es nicht so recht zu dem jugendlichen Gesicht passen mochte. Sein Blick war eiskalt, seine Gesichtszüge hart. Er hielt die Vorlesung mit einer gewissen Souveränität und jede Frage der Studenten beantwortete er ohne Mühe. Es langweilte Jack zu Tode. Als die Vorlesung endlich ein Ende fand, war Jack beinahe eingenickt. Das Klopfen von Fäusten auf die Tische riss ihn aus seinem Halbschlaf und etwas benommen richtete er sich auf und trabte die Treppe des Vorlesungssaals herunter, nur um festzustellen, dass sich um Tyrell eine große Schar Studenten versammelte, die ihn mit Fragen löcherte. Wollten die etwa alle in die Bruderschaft? Wie sich herausstellte, hatten die meisten lediglich Fragen zur Vorlesung. Aber zwei Studenten waren tatsächlich wegen der Bruderschaft hier. Zumindest vermutete Jack das aufgrund ihrer ernsten Mienen. Die zwei jungen Typen hatten sicher keine Ahnung, worauf sie sich da einlassen wollten. Ihre Augen schauten unschuldig in die Welt. Milchgesichter. Typen, die von zu Hause vorgegaukelt bekommen hatten, man müsse, um erfolgreich zu sein, gute Kontakte pflegen. Typen, die in den Ruderverein gingen, weil Rudern der Sport der Elite war. Typen, die noch nie einen Schlag ins Gesicht abbekommen hatten und sich dennoch als harte Kerle aufspielten. Nachdem die anderen Studenten verschwunden waren, blieben nur noch Tyrell und die zwei Milchgesichter. Tyrell verabschiedete sich freundlich von den beiden, womit Jack freie Bahn hatte. Er wollte etwas sagen, doch der junge Dozent kam ihm zuvor. »Hat dich meine Vorlesung gelangweilt?« Tyrell wirkte gereizt. Verdammt, hatte er bei all den Gesichtern gemerkt, dass ausgerechnet Jack kurz vor dem Wegdösen war? Er musste sich schnell eine Erklärung einfallen lassen. Es interessiert mich«, begann Jack und versuchte, seinen Schlamassel hinter einem selbstsicheren Lächeln zu verstecken. »Aber über Kants Ausführungen zum Rechtsstaat habe ich bereits eine Arbeit geschrieben.« »Ach was, du hast also meine Veranstaltung nicht nötig.« Der Typ war eine harte Nuss. »Eine gelungene Auffrischung war es allemal. Ja, ja, schon gut.« Tyrell verstaute seine Unterlagen in seiner noblen Herrenledertasche. »Kann ich noch etwas für dich tun? Ich habe gleich eine Unterredung mit dem Dekan.« Jack setzte alles auf eine Karte. »Ich habe von einer Vereinigung gehört, für die Sie nach Mitgliedern Ausschau halten. Tut mir leid, keine Ahnung, wovon du redest.« Tyrell wandte sich ab, Richtung Tür. Wenn er jetzt den Hörsaal verließe, würden Jack und seine Kollegen mit nichts in der Hand dastehen. »Lass dir etwas einfallen, los!« Jack dachte nicht nach, als er drauf losredete. »Tyrell Sörensen, Sie wissen, dass Sie es mit einem Parker Bowles zu tun haben.« Tyrell wandte sich um und musterte Jack von oben bis unten. »Parker Bowles«, dachte Jack. Natürlich würde das Tyrell nicht glauben. Die Parker Bowles waren zwar diskret, doch sehr prominent. »Sie gehören zu den Parker Bowles?« Jack atmete entspannt durch. »Wir können gern beim Du bleiben.« Mit einem ehrfürchtigen Blick kam Tyrell näher. Plötzlich schien es, als hätte er alle Zeit der Welt. »Und du studierst Jura? Ich dachte, ihr werdet alle Offiziere.« »War ich ein paar Jahre lang, aber dir wird eben alles in die Wiege gelegt, wenn nicht du zählst, sondern dein Name. Also habe ich mir eine neue Herausforderung gesucht.« Jack hatte Angst, dass er etwas dick aufgetragen habe, aber Tyrell klebte ihm an den Lippen. »Und trotzdem nutzt du jetzt deinen Namen zum Vorteil?« Tyrell stellte seine kritische Frage möglichst freundlich. »Wenn ich etwas unbedingt haben will?« Die beiden lachten. Bei Tyrell klang es echt, bei Jack gezwungen. Doch Tyrell schien den Unterschied gar nicht zu hören.
Freundlich gab er Jack die Hand. Tyrell Sörensen, sagte er feierlich. Bruce Parker Bowles, benannt nach meinem Großvater. Nun, wenn du unserer Vereinigung beitreten willst, sehe ich kein Problem. Prominenten Zuwachs können wir gut gebrauchen. Das freut mich zu hören. Du wirst allerdings eine harte Erstlingswoche durchlaufen müssen, aber keine Angst. Da muss jeder durch. Dachte ich mir. Eine Woche, so viel Zeit hatte er nicht. Ich bin sicher, ein Parker Bowles wird sich gut schlagen. Tyrell klopfte Jack auf die Schulter. Wir treffen uns heute um 9 im Büro von Professor Steele. Komm dahin, allein. Jack nickte. So hatte er sich das nicht vorgestellt. Er hatte gehofft, so schnell wie möglich eine Kutte überziehen zu können und mit den anderen Mitgliedern in das Tunnelsystem klettern zu dürfen. Nun, daraus wurde wohl nichts. Also, bis später, Bruce Parker Bowles, sagte Tyrell und trabte leichten Fußes aus dem Hörsaal. Sobald er allein war, schüttelte Jack den Kopf. Zwar waren ihre Kopfschmerzen im Laufe des Nachmittags verschwunden, Stacys Laune aber hatte sich rapide verschlechtert. Sie war mit Sachiko und Hassan in einem 15 Quadratmeter großen Zimmer gefangen. Sie durften nicht heraus. Die Gefahr von Professor Steele oder dem dicken Wachmann entdeckt zu werden, war einfach zu groß. Und ihr Schokohörnchen schmeckte pappig. Stacy hatte Recherchen angestellt, doch das Internet hatte kaum Brauchbares über das Monstrum Argon ausgespuckt. Sie hatte auf einer Website nur gelesen, dass dieses Wesen alt sein musste und so lange schläft, bis es von einem Vater geweckt wird, was auch immer das bedeuten sollte. Jack betrat das Zimmer und teilte seine Neuigkeiten mit. Gemeinsam schmiedeten die 4 Trainees einen Plan. Sobald Jack mit den anderen Kuttenträgern über den Innenhof streifen sollte, würden sie ihnen heimlich folgen und in das Tunnelsystem steigen. »Moment«, sagte Jack, »wer weiß, ob die mich überhaupt mit in die Höhle des Löwen nehmen. Tyrell meinte, ich müsste eine Einführungswoche mitmachen.« »Wir werden sehen«, sagte Sachiko. »Wenn sie dich nicht mitnehmen, dann folgst du ihnen ebenfalls. Hassan, ich und Stacy werden der Bruderschaft auflauern und sobald sie in den Brunnen steigen...« Stacy unterbrach ihre Kollegin. »Das ist zu gefährlich.« Stacy hielt die Arme verschränkt. »Wir sollten uns nicht alle in Argons Nähe aufhalten. Er wird versuchen, auf unsere Gedanken zuzugreifen. Ich bin selbst gestern nur knapp davongekommen. Zwei von uns sollten sich außerhalb seiner Reichweite aufhalten. Wir brauchen jemanden, der einen klaren Verstand behalten kann.« »Sicher. Mit den zwei meinst du mich und Hassan?« Sachiko zog die Augenbrauen hoch. »Was?« Hassan schlug mit einer Hand auf das Schachbrett vor sich. »Ich soll hier noch länger rumhängen? Das halte ich nicht mehr aus.« Stacy versuchte, mit ruhiger Stimme zu reden. »Leute, Argon ist gefährlich, er...« »Das ist ja ganz was Neues. Ein gefährliches Monstrum.« Sachiko schüttelte den Kopf. »Bitte, Leute, ich habe mit Argon zu tun gehabt. Ich kann die Gefahr einschätzen. Ich habe...« Sachiko fuhr ihr über den Mund. »Es geht immer nur um dich, nicht wahr, Stacy? Warum denkst du eigentlich immer, du müsstest alle Probleme alleine lösen?« Stacy knirschte mit den Zähnen. »Was konkret schlägst du denn vor?« fragte Jack. »Erst einmal, sollte die Bruderschaft dich nicht in den Untergrund mitnehmen, blasen wir das Ganze ab. Es ist viel zu gefährlich. Denn dann hätten wir dieselbe Ausgangssituation wie gestern, und wir wissen, wo das endet.« Jack nickte. »Wenn sie dir eine Kutte verpassen und du als Kerzenhalter in das Tunnelsystem steigst, ist das super. Ich werde auf der anderen Seite am Innenhof warten und hinterherkommen. Sachiko und Hassan halten hier die Stellung, falls uns etwas geschehen sollte.« »Nein, nein, so machen wir das nicht«, rief Sachiko. »Doch«, sagte Jack, »genauso sollten wir es tun.« Sachiko stampfte auf den Boden. »Das meint ihr doch nicht ernst. Du hast keine Ahnung, wie mächtig Argon ist«, sagte Stacy kühl. Sachiko wurde noch wütender. Sie beugte sich zu Stacy und sagte, »Das muss sich gut anfühlen, seinen Willen zu bekommen, was? Schön, dass du dich immer durchsetzt.« Sie stürmte zur Tür und aus dem Zimmer. Jacks Arme fühlten sich schwer wie Blei an.
So schwer, dass sie drohten, ihn jeden Moment zu Boden zu reißen. Seine trainierten Muskeln traten vor Anspannung hervor, aber das half ihm nicht gegen den Schmerz. Seine Aufgabe bestand darin, in jeder Hand einen Ziegelstein zu halten und diese vor seiner Brust auszustrecken. Es war eine Aufnahmeprüfung, ein Test von Tyrell. Bereits nach ein paar Minuten fühlte es sich an, als würden die Ziegelsteine wachsen und schwerer werden. Was pflegte Lieutenant Brown früher stets zu sagen? Kraft allein macht nicht viel aus, Willenskraft schon. Wie ein Lieutenant führte sich auch Tyrell auf. Er ging im Büro mit verschränkten Armen auf und ab und beschimpfte die drei Anwärter, Jack und die beiden Milchgesichter aus der Vorlesung von heute, während sie die Ziegelsteine ausgestreckt vor ihrer Brust hielten. Einen wichtigen Unterschied zwischen einem guten Offizier und Tyrell gab es, beobachtete Jack. Ein richtiger Befehlshaber musste seine Macht nicht einfordern. Er verfügte einfach über sie. Tyrell dagegen verhielt sich wie ein Großmaul, das beachtet werden wollte. »Ohne mich seid ihr nichts«, sagte er. »Ein Haufen Pussys! Zeigt, dass sich die Qualen eurer Mutter gelohnt haben, als sie euch zur Welt gepresst hat!« Jack blendete die Erniedrigungen aus. Während er die Steine vor sich hielt, inspizierte er das Büro von Professor Steele. Es war das größte und aufwendigste Büro, das er je gesehen hatte. Besonders auffällig war ein großes schwarzes Buch mit dickem Ledereinband im Regal. Auf dem Einband erkannte Jack ein blutrotes Symbol, das er schon einmal gesehen hatte. Das Symbol Argons. »Ihr könnt euch glücklich schätzen!« Tyrell stand nun neben Jack und rief ihm die Worte in sein Ohr. »In anderen Elite-Clubs pflegen sie wirklich perverse Aufnahmerituale. Sie schütten den Anwärtern kochendes Wasser über den Rücken, zwingen sie, fremde Menschen zu schlagen oder servieren ihnen Erbrochenes zum Abendessen.« Nun legte Tyrell seine Hände auf Jacks ausgestreckte Arme. Sie sanken ein Stück herunter, obwohl Jack versuchte, sie oben zu halten. Er spürte Schweißtropfen sein Kinn herunterjagen. Es kitzelte. »Wir von der Bruderschaft sind dagegen noch très humain.« Tyrell lächelte breit. Jack dachte eine Sekunde darüber nach, ihm dieses feiste Lächeln mit dem Stein ein für allemal aus dem Gesicht zu zimmern. Tyrell wandte sich dem Milchgesicht neben Jack zu. Die beiden anderen Anwärter schienen deutlich größere Probleme mit den Ziegelsteinen zu haben. Schon nach einer halben Minute atmeten sie schwer, schwitzten wie verrückt und husteten kurzatmig. Ihre dicken Bäuche spannten. »Was ist los, Alex? Geht es dir nicht gut? Willst du aufgeben?« Tyrell lehnte sich auf die Arme des Anwärters, genau wie er es zuvor bei Jack gemacht hatte. Das Milchgesicht stöhnte laut. Dann ließ der Kerl die Steine krachend auf den Boden fallen und japste vor Erleichterung. Als hätten die beiden einen Pakt geschlossen, brach das andere Milchgesicht zusammen. Der junge Mann ging in die Knie und hustete, als würde er sich gleich übergeben. Tyrell wandte sich zu Jack. »Glückwunsch!« Er nickte anerkennend. »Mal sehen, wie lange du noch durchhältst.« Es war eine sternenklare Nacht in Oxford und Stacy genoss die kühle Luft. Sie stand unter einem der Steinbögen und behielt den Innenhof des Cathedral College im Auge. Ein gespenstischer Anblick, seit dem von Argon verursachten Beben waren abends kaum Studenten auf dem Campus. Es war, als würden sie sich alle in ihren Zimmern verschanzen. Dabei war das College bei Nacht ein romantischer Anblick. Wenn Stacy damals zu ihrer Studienzeit nicht hatte schlafen können, war sie meist noch eine Runde im Innenhof umherspaziert, hatte sich an den Brunnen gesetzt und über ihr Studium nachgedacht. Sie hatte schon nach ein paar Monaten in Erwägung gezogen, es abzubrechen, auch wenn das Motto ihrer Mutter lautete, »Was man anfängt, muss man zu Ende bringen.« Letztlich hatte der MI6 sie abgeworben und dazu gebracht, das Jurastudium an den Nagel zu hängen. Wieder strömte ihr der kalte Hauch ins Gesicht. Ein kühles Lüftchen, obwohl es den ganzen Abend lang windstill gewesen war. Für eine Sekunde war ihr, als würde der riesige Tentakel aus dem Brunnen kriechen. Er streckte sich aus und wusste offenbar genau, wo sich Stacy befand. Der feuchte Fangarm schimmerte im Mondlicht.
Stacy schüttelte die Vision ab und öffnete die Augen. Da war nichts. Jack hielt noch immer die Arme vor sich ausgestreckt. Ein ums andere Mal sanken sie herunter, ein ums andere Mal hob er sie wieder in die Höhe. Seine beiden Mitbewerber schauten neiderfüllt zu ihm auf. »Du hast von allen hier den stärksten Willen, das haben wir gesehen«, sagte Tyrell. »Du hast dich bewiesen. Ich glaube, du bist bereit für die nächste Prüfung.« Jack atmete erleichtert aus, da fügte Tyrell hinzu, »Aber ich möchte dich bitten, die Ziegelsteine nicht loszulassen.« Seine wahnsinnigen blauen Augen spiegelten die Freude wider, die er offensichtlich empfand, als er Jack quälte. Jack schwor sich, die Ziegelsteine nicht auf den Boden zu legen. Er wollte seinem Gegenüber beweisen, dass er nicht einfach so klein beigeben würde. »Ich will herausfinden, wie ehrlich du bist«, sagte Tyrell und breitete dabei seine Arme aus. »Ich repräsentiere die Bruderschaft, der du beitreten möchtest. Nun, welches Wort steckt da drin?« Eines der Milchgesichter antwortete. »Das Wort Bruder.« Tyrell betrachtete den Sprecher skeptisch. »Richtig, das Wort Bruder.« Er ging einen Schritt auf den feisten jungen Mann zu. »Und wenn du noch einmal das Maul aufreißt, obwohl du nicht gefragt wurdest, darfst du noch einmal die Ziegelsteine nehmen und vor deiner Brust ausstrecken, bis du zusammenklappst.« Tyrell trabte im Raum hin und her. »Wo war ich genau? Was ich sagen wollte, Bruce, ist, wir müssen uns so nahe kommen wie Brüder.« »Um Gottes Willen«, dachte Jack und biss dabei auf die Zähne. »Wir müssen lernen, uns zu vertrauen.« Tyrell beugte sich über Jacks Schulter und flüsterte ihm zu. »Das ist wichtig, mein Lieber. Denn was nützen dir dein reiches Elternhaus, deine Ehrungen und dein Vermögen, wenn du keinen Bruder hast, der dir den Rücken deckt?« »Parker Bowles!« Die beiden anderen Anwärter rissen die Augen auf, als sie Jacks vermeintlichen Namen hörten. »Ich möchte einen psychologischen Test mit dir machen, Bruce«, sagte Tyrell. »Ich stelle Fragen und du musst sie beantworten, so schnell du kannst, ohne nachzudenken. Ich muss herausfinden, wie ehrlich du mit uns bist, Bruce.« Es würde schwer werden zu lügen, wenn er unter Druck schnell antworten musste. Jack kannte dieses Vorgehen aus Sitzungen mit Psychologen, die ihn nach seiner Heimkehr aus Afghanistan zu behandeln versucht hatten. Doch das war etwas komplett anderes gewesen. Dort drohte kein Versteckspiel aufzufliegen. Tyrell tippte auf die Ziegelsteine, die Jack immer noch zitternd festhielt. »Warum bist du hier?« »Weil ich Mitglied der mächtigsten Vereinigung des Cathedral College werden will.« »Ja, aber warum willst du Mitglied der Bruderschaft werden?« Jack japste nach Luft. »Wegen des Erdbebens.« »Wegen des Erdbebens?« »Ich will wissen, was es damit auf sich hat.« »Was hoffst du herauszufinden?« Jack wurde klar, dass er Tyrell nur mit der Wahrheit überzeugen konnte. »Was sich dahinter verbirgt? Ein mächtiges Monstrum?« »Ein Monstrum?« Tyrell lachte verzweifelt, als sei er bei einer Lüge erwischt worden. »Was für ein Monstrum?« »Ein Wesen, das so mächtig ist, dass es ein ganzes College beherrscht. Dass es eine Schar der besten Studenten um sich versammelt, die ihm dienen. Sowas macht mich neugierig.« »So, so.« Tyrell bewegte sich wie in Gedanken versunken von Jack weg und schaute aus dem Fenster des Büros in die tiefe Dunkelheit. Plötzlich schnellte er nach vorn, holte aus und schlug Jack die Ziegelsteine aus der Hand. Sie landeten krachend auf dem Boden. »Du redest über Argon. Ein mächtiges Wesen, das es wert ist, dass man ihm dient. Pure Neugier ist eine schwache Motivation, die Argons nicht würdig ist.« Tyrell schnappte sich Jacks linken Arm. Jack hatte kaum Gefühl darin, er konnte sich kaum wehren. Es schmerzte, als Tyrell seinen Arm gegen den Uhrzeigersinn drehte. Ein Griff, den Jack aus dem Nahkampf kannte. »Er wird der Fresser der Welten genannt. Argon wird neugierige Dummköpfe wie dich verzehren. Du wirst verschlungen und nichts als Schmerz spüren. Seine Magensäure wird dich bei lebendigem Leib zersetzen und die Haut von deinen Knochen lösen.
Du wirst dies alles bei vollem Bewusstsein erleben. Tyrell ließ Jack los. Jack ging zu Boden und hielt seinen schmerzenden Arm. Er musste sich zusammenreißen, um keinen Schrei von sich zu geben. Neugierde, stieß Tyrell aus. Der Antrieb der Dummen. Normalerweise würde ich dich Argon auf der Stelle zum Fraß vorwerfen. Nur wegen deines Namens werde ich eine Ausnahme machen. Und weil du nicht einmal vor Schmerz geschrien hast. Jack erhob sich langsam und schüttelte seinen Arm, um wieder etwas fühlen zu können. Tyrell klatschte in die Hände. Nun, meine treuen Anwärter, habe ich eine neue Aufgabe für euch. Keine Angst, sie fordert weder Kraft ein, noch müsst ihr euch mir in einer unangenehmen Weise offenbaren. Tyrell lächelte. Die Aufgabe fordert nur eine Tugend, die hier am Cathedral College zu den wichtigsten gehört. Fleiß. Noch eine Aufgabe? Jack hatte ein ungutes Gefühl. Es war ein erfolgreicher Abend und von einigen von euch bin ich beeindruckt. Doch nun muss ich gehen. Ich habe noch andere Pflichten. Tyrell nickte Jack zu, als hätte er eine doppeldeutige Aussage getroffen. Ihr werdet einen bürokratischen Akt für uns übernehmen müssen. Er deutete auf einige mit Unterlagen Erstsemester beschriftete Kartons, in denen sich Akten befanden. Ihr werdet sie für Professor Steele einsortieren. Womöglich wird euch das die ganze Nacht beschäftigen. Ich werde euch noch ein kleines Rätsel aufgeben. Und morgen früh werde ich zurückkehren und dann hoffentlich stolz auf euren fleißigen Einsatz sein. Na toll, dachte Jack. Das war's mit dem Tunnel. Stacy wandte sich um und suchte nach dem Ursprung des kalten Luftzugs. Doch da gab es nichts. Ihr war, als würde diese Kälte aus dem Boden kriechen und direkt nach ihr greifen. Plötzlich erklangen Schritte, die im Gleichtakt über das Kopfsteinpflaster des Innenhofs gingen. Stacy schaute an dem Brunnen vorbei. Es dauerte einige Momente, bis sie die Umrisse von in Kutten gehüllten Gestalten in der Dunkelheit ausmachte. 8 Männer. Sie schritten beinahe feierlich auf den Brunnen im Innenhof zu. Wo war Jack? War er einer der Kuttenträger? Hatten sie ihn in ihren Kreis aufgenommen? Es war ihr unmöglich, das Gesicht eines der Kuttenträger zu erkennen. Sie wartete auf ein Zeichen, dass Jack, so er sich unter die Gruppe gemischt hatte, den Kopf heben und in ihre Richtung blicken würde. Es geschah nicht. Stattdessen entdeckte Stacy etwas anderes. Die Kuttenträger zerrten eine junge Frau mit langen blonden Haaren Richtung Brunnen. Die junge Frau wehrte sich mit aller Kraft, aber gegen die Kuttenträger hatte sie keine Chancen. Stacy musste genau hinschauen, um das Gesicht der jungen Frau zu erkennen. Es war Angela, die ängstliche, zierliche Angela, die im Albion so ehrfürchtig von dem Monstrum erzählt hatte. Nun sollte sie geopfert werden. Die Kuttenträger würden sie hinab ins Tunnelsystem zerren. Hinab in das riesige Maul Argons. Stacy hatte keine andere Wahl. Entgegen der Absprache mit ihren Kollegen gab sie ihr Versteck auf und folgte den Kuttenträgern. »Was tritt einem ungestraft ins Gesicht?« wiederholte das schmächtigere der beiden Milchgesichter, nachdem Tyrell gegangen war. »Was ist denn das für ein Rätsel?« »Ich glaube, er meint sich selbst«, sagte der Kräftigere. »Er tritt uns ins Gesicht und es bleibt ungestraft.« »So ein Quatsch! Es ist ein allgemeines Rätsel.« Jack scherte sich keine Sekunde lang um dieses Rätsel, seine Mitanwärter stritten sich jedoch bei jedem Blatt, das sie in einen der Ordner hefteten. Jack stand auf der Leiter, die an Professor Steels Bücherregal lehnte. Er wollte den schwarzen Ledereinband mit dem blutroten Symbol Argons mitnehmen. Um nicht aufzufallen, tat er so, als würde er das Regal nach etwas anderem durchsuchen. Mit dem Zeigefinger fuhr er über die Buchrücken und las die Titel. Altgriechische und lateinische Bücher standen neben russischen Veröffentlichungen. Wie viele Sprachen beherrschte dieser Mann? Einige der Bücher standen auch in der Bibliothek der Academy. Das große schwarze Necronomicon zum Beispiel oder das Liber Alve Legis. Jack war erstaunt, dass Steele sich nicht einmal die Mühe machte, seine schwarzmagische Sammlung an Büchern zu verstecken.
Fühlte er sich in seiner Position als Dekan der Uni so sicher, dass er dachte, niemand könnte ihm auf die Schliche kommen? Gab es nicht einmal einen Präsidenten in Südamerika, der seinen Untergebenen ins Gesicht trat, wenn sie ihn verärgerten? Diskutierten die Milchgesichter weiter. Das denkst du dir doch mal aus. Ständig denkst du dir solch einen Mist aus. Jack nutzte die Gelegenheit und packte den blutroten Klotz mit dem Symbol Argons. Vorsichtig zog er das Werk aus dem Regal und schlug eine Seite auf. Er landete auf einer Darstellung der Fangarme des Monstrums. Jack blätterte ein paar Seiten weiter, auf denen ausführlich beschrieben stand, wie dessen Verdauung vonstatten ging. Zwar war sein Plan, sich in das Tunnelsystem zu schmuggeln und Argon einen Besuch abzustatten, nicht aufgegangen. Zumindest aber konnte er ein Buch mitbringen, das von Informationen über Argon nur so überquoll. Sachiko würde darin sicher einen Hinweis finden, wie sie das Monster bekämpfen konnten. Ein Blinken zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Im Gebäude gegenüber wurde ein Licht mehrfach an- und wieder ausgeschaltet. Bei genauerem Hinsehen fiel Jack auf, dass es ein Notruf war. Kurz, lang, kurz. SOS. Der Notruf kam aus einem Zimmer im Wohnheim des College. Und zwar aus dem Zimmer, das er sich mit Hassan, Sachiko und Stacy teilte. Er bekam eine Gänsehaut. »Hey, was machst du da eigentlich?« fragte das kräftigere Milchgesicht. Jack stieg wortlos von der Leiter, warf das Buch in seinen Rucksack und ging zur Tür. »Ich rede mit dir«, schnauzte ihn der Anwärter an. »Hab noch was vor«, sagte Jack. Die beiden Milchgesichter schoben sich ihm in den Weg. »Wir können aber nicht zulassen, dass du Bücher aus dem Büro des Professors klaust.« »Und was wollt ihr nun machen?« »Im Namen der Bruderschaft nehmen wir dich hiermit fest.« »War das zu fassen?« Bei diesen Kerlen war gar keine Gehirnwäsche nötig. Sie waren schon jetzt so verblendet, dass sie freiwillig einem böswilligen Monstrum wie Argon folgten. »Hört auf mit dem Blödsinn, wirklich«, sagte Jack warnend und griff nach der Türklinke, als ihn der kräftigere Anwärter zurückstieß. Der Typ machte einen Schritt auf ihn zu und spannte die Arme an, als würde er gleich zu einem Schlag ausholen wollen. Jack drehte sich blitzschnell zu ihm hin und schlug ihm mit rechts ins Gesicht. Dann drehte er sich zu dem anderen, der ihn von der Seite angreifen wollte, und schlug aus der Bewegung mit links zu. Dabei achtete er darauf, nicht allzu hart zuzuschlagen, um die beiden nicht zu verletzen. Sie sackten zusammen, hielten sich die Gesichter und zeigten nicht die kleinste Spur von Gegenwehr. Sie wimmerten, als sie am Boden lagen. Jack öffnete die Tür, stieg über sie hinweg und gelangte auf den Korridor vor Professor Steels Büro. Sachiko kam herangeeilt. Sie schrie, noch während sie auf Jack zurannte. »Wir müssen so schnell es geht in das Tunnelsystem. Was ist passiert? Stacy ist in Gefahr.« Stacy widerstand dem Impuls, in den Gebetsraum zu blicken, als sie an ihm vorbeiging. Es war derselbe Gebetsraum, in dem sie gestern von Schreckensvisionen heimgesucht zusammengebrochen war. Noch einmal würde ihr das nicht widerfahren. Heute musste sie weitergehen. Sie musste Angela retten. Stacy schritt über das Geröll zu ihren Füßen, stützte sich mit den Händen gegen die kalten Steinwände und hielt den Atem an, in der Hoffnung, dass auf die Art kein kühler Hauch in ihre Lungen drang. Vielleicht nützte es auch gar nichts, aber sie musste wenigstens versuchen, die telepathische Kraft Argons von sich fernzuhalten. »Schau mich an«, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf. Stacy versuchte, sich ihr zu widersetzen. Sie wollte an den Weg denken, der vor ihr lag, und der fremden telepathischen Kraft entgehen. »Schau mich an!« Als würde eine unsichtbare Kraft nach ihrem Kopf greifen und ihn zur Seite drehen, wandte sie ihren Blick in den Gebetsraum hinein. Sie schaute die Wandzeichnung an. »Komm zu mir!« Die Zeichnung bewegte sich. Als würde plötzlich Leben in ihre Gliedmaßen eingehaucht werden, als würden sich die Tentakel regen und langsam auf Stacy zuströmen. »Nicht schon wieder«, stöhnte sie. Die fremde Kraft wühlte in ihrem Kopf und versuchte, ihre Wahrnehmung zu beeinflussen. Stacy musste ihre ganze Kraft und Konzentration aufwenden, um sich loszureißen.
Sie schloss die Augen und murmelte wie ein Mantra immer wieder diesen einen Satz. Du musst zu Angela, du musst zu Angela, du musst... Als sie die Augen wieder öffnete, war da nichts als eine leblose Wandzeichnung vor ihr. Eine Zeichnung wie jede andere auch. Eine Zeichnung, die keine Macht über sie hatte. Mit energischen Schritten ging Stacy weiter und folgte dem Tunnel, der sich nun zu einer Kurve wölbte, die wiederum in den nächsten Raum führte. Sie gelangte in einen großen, kreisförmigen Raum mit einer meterhohen Decke. Dieser Raum besaß etwas fast schon Sakrales. Von überall her führten Tunnelausgänge hinein. Dieser Raum musste das Zentrum der gesamten unterirdischen Anlage sein. Vor Stacy tat sich ein tiefer Krater im Boden auf. Er war so tief, dass ein Sturz hinein sie das Leben kosten würde. Es sah aus, als hätte hier einst eine Bohrung stattgefunden, aus welchem Grund auch immer. Der gesamte Raum, nein, das gesamte Tunnelsystem schien um dieses Loch herum aufgebaut zu sein. Stacy schaute zur gegenüberliegenden Seite des Raumes. In schwarz gehüllte Gestalten standen aufgereiht nebeneinander, ohne zu ihr hinzuschauen. Sofort suchte sie Schutz hinter einem massiven Steinbrocken, der auf dem Boden ruhte. Hatten die Mitglieder der Bruderschaft sie gesehen? Sie schienen zu sehr damit beschäftigt, Verse in einer Sprache aufzusagen, die Stacy nicht kannte. Selbst wenn, hätte sie kein Wort verstanden, da alle acht Männer durcheinander sprachen. Sie wagte es, ihren Kopf ein wenig weiter aus ihrem Versteck hervorzustrecken. Einer der Männer hatte seine Kutte abgelegt. Es war Tyrell, dessen hellblaue Augen beinahe leuchteten. Er befand sich an der Spitze der Gruppe und schritt langsam und mit einem wahnsinnigen Lächeln auf den Abgrund zu. Was auch immer die Kuttenträger hinter ihm von sich gaben, auf eine abartige Art und Weise schienen ihre Worte Tyrell zu befriedigen. Auf ein Handzeichen hin traten zwei seiner Gefolgsleute hervor und zogen Angela hinter sich her. Sie schrie auf und Tyrell hielt ihr sogleich den Mund zu. Er griff in ihr Haar, riss ihren Kopf grob nach hinten und flüsterte der vollkommen eingeschüchterten Angela etwas ins Ohr. Stacy zitterte vor Wut. Was hatten sie mit ihr vor? Tyrell gab Angela einen Kuss auf die Wange und leckte ihr das Kinn ab, wobei er zufrieden stöhnte. Stacy ertrug den Anblick nicht länger. Sie sprang hinter dem Gesteinsbrocken hervor. »Lasst sie los!« rief sie. Alle Kuttenträger hoben zeitgleich den Kopf. Aus ihren Blicken sprach Überraschung. Nur Tyrell schien nicht verwundert über Stacys Anwesenheit zu sein. Sein befriedigtes Lächeln wurde nur noch breiter. »Ganz schön mutig, uns hierher zu folgen. Vielleicht grenzt es sogar schon an Dummheit, nach dem, was Argon ihnen letzte Nacht angetan hat.« Stacy fauchte. »Lass sie los, oder ich schlag dir deine verdammten Zähne aus, du kleiner Bastard.« Tyrell lachte und hielt Angela weiter wie ein Kaninchen am Nacken fest. »Sie wollen, dass ich sie loslasse? Kein Problem.« Er stieß Angela von sich. Die Studentin stolperte über den Boden voller Geröll genau auf den tiefen Krater zu. Erst kurz vor dem Abgrund fand sie ihr Gleichgewicht wieder. Sie atmete flach und panisch. Stacy suchte nach einem Weg zu ihr über den Krater, der sie voneinander trennte. An der Seite des Raumes führte ein schmaler Gang entlang. Es waren nur wenige Meter, die sie zurücklegen musste, um zu Angela zu gelangen und der Bruderschaft direkt in die Arme zu laufen. Aber sie würde es probieren müssen. Stacy rannte los. »Und nun, Angela!« schrie Tyrell. »Opfere dich!« Während Stacy über den schmalen Weg flog, sah sie ungläubig, dass Angela Tyrells Aufforderung tatsächlich nachkam. Schritt für Schritt bewegte sie sich auf den tiefen Krater zu, der sich vor ihr auftat. Ein tiefes Grummeln ertönte aus der Dunkelheit. Der Boden vibrierte. Stacy musste sich an der Wand festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Sie sah hinab in das dunkle Loch. Dort unten, am Boden, regte sich etwas. Ein riesiges Wesen, das mit der Erde verwurzelt zu sein schien. Was immer es auch war, es besaß ein riesiges Maul, das sich langsam aus dem Loch herauswand. Dasselbe Maul, das Stacy auf der Wandzeichnung gesehen hatte
obgleich es in der Realität um einiges grausamer aussah. Aus seinem Inneren ragten Zähne, die an lange Stacheln erinnerten und mit denen es den Körper des Menschenopfers vermutlich durchbohrte, bevor dieser für immer in der Dunkelheit des Schlundes verschwinden würde. Das Maul bewegte sich auf und ab. Dahinter musste sich der restliche Körper des Monstrums befinden, das atmete und wie in wilder Vorfreude auf sein Fressen pulsierte. Stacy durfte sich nicht ablenken lassen. Doch etwas hinderte sie daran, sich auf Angela zuzubewegen. Ihre Beine waren plötzlich wie festgewachsen. Ein taubes Gefühl kroch ihren Körper hinauf und befiel all ihre Gliedmaßen. Hilflos schaute sie zu Angela. Nur noch wenige Schritte trennten die Studentin von dem Abgrund, in dem sich nichts als Höllenqualen verbargen. Angela war kurz davor zu stürzen. Und das Schlimmste an dem Anblick war, dass sie sich augenscheinlich mit aller Seelenruhe diesem Sturz hingab. Völlig regungslos ließ sie sich fallen. Augenblicke später prallte sie auf den fleischigen Schlund, nur um danach hinunter in Richtung Rachen zu rollen. Als Angela versuchte, sich am rosafarbenen Fleisch des Maules festzuhalten, ergriff ein Tentakel ihre Beine und zog sie hinein in den Rachen. Nur Momente später verschwand sie schreiend in dem mannsgroßen, finsteren Loch. Und selbst als sie nicht mehr zu sehen war, meinte Stacy, ihre Schmerzensschreie noch immer hören zu können. »Schön, dass du freiwillig zu uns kommst«, rief Tyrell und riss Stacy aus ihrer Bewegungslosigkeit. Seine Stimme klang siegesgewiss. Stacy ahnte, dass sie als nächstes Opfer für Argon vorgesehen war. »So müssen wir uns nicht die Mühe machen, dich hier runterzuschleppen.« Stacy wollte etwas sagen, doch es ging nicht. Ein laues Kribbeln ging durch ihren Körper, ein Gefühl, das sie kannte, eine Lähmung. Sie regte sich keinen Millimeter, obwohl sie all ihre Kräfte mobilisierte. »Ich glaube, Argon wird dich mit dem größten Vergnügen verspeisen.« »Mutter, hilf mir«, schrie Stacy in Gedanken. Sie war verzweifelt. Ihre Mutter war die Einzige, die ihr noch helfen konnte. Doch es geschah nichts. Telepathie hatte in diesem Raum keine Wirkung. Die Kraft Argons war zu groß. Es gelang ihm, ihre Gedanken einzufangen. Alles, was Stacy wahrnehmen konnte, waren seine Worte in ihrem Kopf. Komm zu mir. Als hätte sich ein Schalter in ihrem Inneren umgelegt, bewegten sich ihre Beine automatisch voran. Stacy setzte einen Fuß vor den anderen. Sie ging, ohne dass sie es wollte. Ihre Füße waren taub. Argon zog sie zu sich heran, genauso wie er zuvor Angela hatte zu sich kommen lassen. Sie war gezwungen, in das Maul des Monstrums zu blicken, das sich vor ihren Augen öffnete. Es war das Tor zur Hölle. Nun würde sie in den Schlund des Monstrums stürzen. Etwas griff ihr an die Schulter. Sie spürte kraftvolle Männerhände. Die Hände rissen sie herum und von dem tiefen Abgrund weg. Nur schemenhaft nahm sie die vertrauten Gesichter vor sich wahr. Zuerst erkannte sie Jack, dann Hassan und Sachiko. »Wir holen dich hier raus«, sagte Jack, aber Stacy verstand nur langsam. Sie versuchte, den Kopf zu heben, ihre Kollegen anzuschauen und Danke zu sagen, doch kein Ton kam über ihre Lippen. Stattdessen wurde ihr schwarz vor Augen. Die vergangenen Tage hatte Professor Steele fast ausschließlich in seinem Büro verbracht. Bei seinen Kollegen hatte er sich krank gemeldet. Krank war er nicht, aber trotzdem ging es ihm miserabel. Seit Angelas Tod nagten Schuldgefühle an ihm. Er hatte sie nicht wirklich gut gekannt, dennoch fühlte er sich verantwortlich für das, was ihr zugestoßen war. Ein so junges Mädchen, gewissenhaft und zielstrebig, so zierlich. Und nun wurde ihre zarte Porzellanhaut in Argons Innerem von Magensäure zersetzt. Steele hatte zu lange zugesehen, wie der Kult um Argon wuchs und mächtiger wurde. Die Bruderschaft hatte ihm mitgeteilt, dass sie bereits die nächsten Opfer auserkoren hatten. Zwei junge Erstsemester, die unbedingt zur Bruderschaft dazugehören wollten.
Tyrell beschrieb sie als Milchgesichter. Was dem Professor Bauchschmerzen bereitete, war nicht einmal das Monstrum selbst. Es war die Bruderschaft und die Dynamik, die sich innerhalb dieser Gruppe entwickelt hatte. Eine Gemeinschaft, deren einziges Ziel es war, einem tyrannischen Monstrum zu dienen. Und ganz an der Spitze stand Tyrell Sörensen. Tyrell war jung und machtversessen. Wenn nötig, würde er den gesamten Campus inklusive aller Studenten, Dozenten und Mitarbeiter in den Schlund des Monstrums stoßen, um seine Macht an Argons Seite zu stärken. Tyrell war Steele schon längst aus den Händen geglitten. Der Dekan hatte schon während des ersten Semesters gespürt, dass er einen intelligenten, machthungrigen Studenten vor sich hatte. Er hatte geplant, den jungen Mann auf den richtigen Pfad zu bringen. Doch er hatte sich überschätzt. Er wollte Tyrell beeinflussen, doch nun stand nicht nur er selbst, sondern das ganze College unter Tyrells Einfluss. Die Welt des Cathedral College war aus den Fugen geraten. Es gab nur eine Möglichkeit, das Gleichgewicht wiederherzustellen, doch an diese Möglichkeit wollte Steele nicht denken. Sie machte ihm Angst. Der Professor trat an die Stelle des Bücherregals, an der er seine schwarzmagischen Bücher aufbewahrte. Als er eine Lücke neben dem Necronomicon entdeckte, fiel ihm beinahe die Lesebrille von der Nase. Die leere Stelle im Regal blickte ihn an, lachte ihn aus. Das wichtigste Buch seiner Sammlung war verschwunden. Stacy fühlte sich, als habe sie tagelang geschlafen. Als sie sich langsam über die Matratze rollte, schmerzten ihre Knochen. Ihre Gelenke knackten, als sie sich streckte, und in ihrem Kopf hämmerte es. Sie nahm ihre Umgebung nur schemenhaft wahr, wusste aber sogleich, wo sie sich befand: in ihrem Viererzimmer im College. Die Sonne lugte durch einen Spalt der Jalousie hindurch, Stacy ließ sich von ihr blenden. Waren diese Sonnenstrahlen real? Sie fühlten sich jedenfalls anders an als die Albträume, die sie gequält hatten, Träume von Tentakeln, vom tiefen Schlund Argons. Er wollte, dass sie zu ihm zurückkehrte, dass sie sich ihm völlig hingab. In den hintersten Winkeln ihres Kopfes ertönte seine flüsternde Stimme. Stacy, komm zu mir. Sie setzte sich an die Bettkante und massierte sich den Kopf. Die Kopfschmerzen ließen nicht nach. Stacy, oh meine liebe Stacy, geht es dir gut? Die Stimme ertönte laut und klar in ihrem Kopf. Im ersten Moment schreckte Stacy hoch, begriff aber sogleich, dass es sich um die Stimme ihrer Mutter handelte, die mithilfe ihrer telepathischen Verbindung mit ihr kommunizierte. Hallo Mutter, ich hatte Sorge um dich. Beinahe hätte dich dieses Monstrum mit seinen Kräften vergiftet, aber ich konnte dich retten. Danke, Mutter. Du musst vorsichtiger sein. Stacy stöhnte. Sie sah ihre Mutter vor sich, eine zierliche Frau, der man das Priestertum auf den ersten Blick nicht zutraute. Eine Frau, die älter aussah, als sie eigentlich war, weil sie Dinge gesehen hatte, die viel Lebensenergie kosteten. Sie versuchte, dieses Alter unter viel Schminke zu verstecken, was ihr nur zum Teil gelang. Sie war eine unheimlich starke Frau, die ihren Mitmenschen gerne half und auf jedes Problem übersinnlicher Art eine Antwort zu wissen schien. Das Problem war, dass sie das auch bei jeder Gelegenheit kundtat. Argon hat, um dich kontrollieren zu können, auf dein Bewusstsein zugegriffen. Seine dunkle Energie verursacht Halluzinationen und führt zu Wahrnehmungsstörungen. Deine Freunde haben dich aus dem Tunnel gerettet, aber danach hättest du noch immer Argons dunkler Energie erliegen können. Das heißt, ich wäre beinahe zu einem Zombie geworden? Du musst wirklich besser auf dich aufpassen. Da habe ich wohl noch mal Glück gehabt. Wie hast du es gemacht? Ich habe Lekbar beschworen. Sie klang stolz. Bei Gedankenkontrolle fremder Mächte ist Lekbar immer meine erste Wahl. Natürlich. Warum war Stacy nicht von selbst darauf gekommen? Lekbar galt als Hüter der Tore unter den Voodoo-Göttern. Wer ihn und seinen Segen beschwörte, erlangte Immunität gegen telepathische Kräfte.
Die Einwohner Haitis stellten ihn als alten Mann mit Pfeife dar, der sich auf einen Gehstock stützt und einen riesigen Sack auf dem Rücken trägt. »Ihn sollte ich das nächste Mal auch beschwören«, sagte Stacy. »Das nächste Mal? Ach Gott, Kindchen!« Stacy biss auf die Zähne. »Nenn mich nicht Kindchen, Mama. Mir geht es gut.« Sie versuchte, ein saures Aufstoßen zu unterdrücken. »Ich sollte vorbeikommen und dir Ingwertee bringen.« »Mutter, ich brauche keine Hilfe.« Stacy spürte, wie sich ihr Magen einmal um sich selbst drehte. »Sorry, Mutter. Ich glaube, ich muss...« brach sie die Verbindung ab, beugte sich über ihr Bett, wo jemand vorsorglich einen Blecheimer aufgestellt hatte, und erbrach sich. Nachdem sie sich die Zähne geputzt hatte, verließ Stacy ihr Zimmer und ging hinunter Richtung Bibliothek. Das Gehen bereitete ihr Probleme. Die Beine waren schwer, als würden Stahlkugeln an ihnen hängen, und ihre Zehenspitzen waren immer noch etwas taub. Stacy hielt sich am Geländer fest und brauchte eine gefühlte Ewigkeit. Erbärmlich, dachte sie. Nach einer Weile betrat sie die Bibliothek. Ihre Kollegen saßen zu dritt um ein großes Buch herum, das sie noch nie gesehen hatte. Sachiko war die Erste, die aufschaute. »Na, geht's dir wieder besser?« Hassan nahm sie in den Arm. »Schön, dass du wieder wohlauf bist.« »Ist ja gut, mir geht es blendend.« Sie mochte es nicht, auf die Art im Mittelpunkt zu stehen. »Wirklich?« Jack zog die Augenbrauen hoch. »Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hast du dich zitternd im Bett hin und her gewunden.« »Das war die alte Stacy.« Sie breitete die Arme aus, was ihr nur unter Schmerzen gelang. »Ich fühle mich wie neugeboren, aber nun genug über mich. Was ist das für ein Buch?« »Jack hat es aus dem Büro von Professor Steele geklaut«, erklärte Sachiko. »Hier steht alles über Argon drin. Wissen wir, wie wir ihn zu bekämpfen haben?« »Noch nicht«, erzählte Sachiko. »Aber wir wissen, dass es sich bei ihm um eines der ältesten Monster Englands handelt. Aufzeichnungen zeigen, dass es bereits im frühen Mittelalter angebetet wurde von den ersten Sachsen, die auf dem Gebiet des jetzigen Oxfords lebten. Allerdings deuten Quellen darauf hin, dass das Monstrum bereits zu prähistorischen Zeiten lebte. Es wurde angebetet? Er mag es, Kulte um sich zu scharen. Mit seiner Macht gelingt es ihm immer wieder, Menschen für sich arbeiten zu lassen. Und wenn sie ihm nicht gehorchen, lenkt er sie mit Gedankenkontrolle in seinen Rachen und frisst sie.« Unwillkürlich dachte Stacy an den Anblick von Argons riesigem Maul, wie er sie gezwungen hatte, auf den Abgrund zuzusteuern. Diese fremde Gedankenkontrolle hatte etwas Erniedrigendes, und Stacy wollte nicht mehr weiter daran denken. »Wir haben außerdem herausgefunden, dass Argon immer weiter wächst, je länger er lebt«, sagte Sachiko. »Das heißt, dass er auch immer mehr Opfer braucht.« Stacy schüttelte nachdenklich den Kopf. Wie viele Menschen waren dem Monster bereits geopfert worden? Und wie viele würde er noch zum Fressen brauchen? »Wann hört er auf zu wachsen?« »Genau das ist das Problem«, Sachiko schlug einen ernsten Ton an. »Erinnerst du dich daran, dass er auch Fresser der Welten genannt wird? Das ist wortwörtlich zu verstehen. Er hört nie auf zu wachsen und kann unendlich groß werden.« Stacy schüttelte sich. Das Monster musste jetzt schon so groß sein wie ein Hochhaus. Dass es noch weiter wachsen würde, überstieg ihre Vorstellungskraft. »Irgendwann kann es das gesamte Cathedral College fressen, danach ganz Oxford und irgendwann ganz Großbritannien«, zählte Sachiko voller Ehrfurcht auf. »Aber wenn Argon schon seit 1000 Jahren lebt, heißt es, dass er nur ganz langsam wächst, oder?« »Nein«, Sachiko schüttelte den Kopf. »Er hat über 1000 Jahre geschlafen.« »Und jetzt hat ihn jemand geweckt?« »Genau, und er wächst rasend schnell.« Das Buch aus Steels Büro zeigte Stacy eine Zeichnung des inneren Argons. Am Rand befanden sich ein Dutzend Post-it-Zettel, Notizen von Professor Steele. Das waren Berechnungen. Aber wofür? »Wir schätzen, dass Argon erst vor einigen Jahrzehnten wieder geweckt worden ist«, unterbrach Jack ihre Gedanken.
Das Cathedral College hat sich daraufhin vollends auf seine Existenz und auf sein Verlangen nach Opfern eingerichtet. »Warum sollte man solch ein Monstrum aus seinem Schlaf wecken?«, fragte Stacy. »Das können wir nicht sagen.« Sachiko ging zum Eingang der Bibliothek mit Rucksack in der Hand. »Aber wer es getan hat, das haben wir herausgefunden.« Stacy schaute fragend. »In dem Buch befinden sich mehrere persönliche Einträge von Professor Steele, einer seiner Studenten, der offenbar eine Verbindung zur magischen Welt besaß, hat sich Steele widersetzt und das Monstrum geweckt. In dem Buch steht aber an keiner Stelle warum.« »Und dieser Kerl lebt noch?« »Ja, er heißt Sam Allister und lebt hier ganz in der Nähe, wenn Steels Aufzeichnungen stimmen. Wir werden ihn aufsuchen, und zwar jetzt«, sagte Sachiko und war schon mit Hassan auf dem Weg nach draußen. »Wartet, ich komme mit.« Stacy sprang auf, doch ihre Beine versagten. Sie stützte sich am Tisch ab. Sachiko und Hassan ignorierten sie. Sie spürte Jacks Hand auf ihrer Schulter. »Du bleibst hier und ruhst dich aus. Dir geht es nicht gut.« Stacy schaute Sachiko und Hassan hinterher. Sie hatten den Plan schon längst gefasst, ohne ihn mit ihr zu besprechen. »Ich muss mit ihnen gehen.« Stacy schritt um den Tisch herum. Ihre Kraft kehrte zurück, aber noch längst nicht vollständig. »Stacy, du bleibst hier«, sagte Jack. Sie würde sich von ein paar lahmen Beinen nicht einschränken lassen. »Lass mich!« Aber gegen Jacks Kraft kam sie nicht an. Er hielt sie fest und schaute ihr tief in die Augen. »Ich bin froh, dass du wohlauf bist, wirklich. Aber du musst einsehen, dass du dich in Gefahr gebracht hast. Du hast viel riskiert.« »Ja, das bringt das Leben als Trainee der Sinclair Academy mit sich.« »Wir sind...« »Geht es darum, dass ich vor dem Brunnen auf euch hätte warten sollen? Dass ich der Bruderschaft allein gefolgt bin?« »Es ist mir egal, was ihr denkt. Ich wollte Angela retten. Ich musste es versuchen.« Stacy war so in Rage, dass ihr schwindelig wurde. Als sie auf den Stuhl hinter sich sank, fühlte sie sich wie besiegt. Sobald Stacy sich erholt hatte, hatte sie sich an eine Arbeit gemacht, die sie bewältigen konnte. Sie hatte die vollgekritzelten Zettel in Professor Steels Buch untersucht. Es hatte lange gedauert, bis sie den Sinn der Notizen entschlüsselt hatte, doch nun war sie sich sicher, was sie zu bedeuten hatten. Es waren Berechnungen über die Anzahl der Menschenopfer, die Argon brauchte, damit sein Hunger befriedigt wurde. Wenn sie die Zahlen richtig interpretierte, wuchs das Monstrum rasant und ebenso die Zahl der Opfer, die es benötigte. Aber eines passte nicht so recht in das Bild. Erst vor wenigen Tagen, als Argon das Erdbeben verursacht hatte, hatte er sich kein Opfer geben lassen, sondern es eigenmächtig ergriffen. Es war ihm nicht dargeboten worden, er hatte es sich mit Gewalt geholt. Und Argon hatte nicht davor zurückgescheut, den Campus des Cathedral College zu verwüsten. Wenn Professor Steele aber doch genau wusste, wie viele Menschenopfer Argon benötigte, warum hatte er diese Zahl nicht eingehalten? Warum musste Argon sich seine Mahlzeit erst nehmen? Ein Fehler in der Berechnung? Nein, Professor Steels Berechnungen waren klar und einsichtig. Hatte er dem Monster ganz bewusst eine Fütterung verwehrt? Aber warum? Stacy versuchte, sich in Steels Büro zurückzuversetzen und schaute sich in ihrer Erinnerung um. Sie sah die schwarzmagischen Bücher und das Cello in der Ecke. Ihr Blick wanderte von seinem Schreibtisch über das Regal zu dem Holzkreuz. Das Holzkreuz. Professor Steele war nicht gläubig, hatte aber ein Holzkreuz in seinem Büro hängen. Warum? Weil er sich schuldig fühlt, sagte Stacy laut. Stacy stapfte über den Schotterparkplatz vor der Academy, auch wenn sie noch weit entfernt von ihrer gewohnten Form war. Sie ging auf die giftgrüne Kawasaki Ninja zu, die im Sonnenschein stand, frisch gewachst und das Tageslicht reflektierend. Jemand lief hinter ihr her. Es war Jack, der rief, dass sie stehen bleiben solle. Auch wenn noch immer nicht genügend Gefühl in Stacys Gliedmaßen zurückgekehrt war und eine Fahrt somit gefährlich ausgehen könnte, konnte sie jetzt nicht kneifen. Es ging darum, an Professor Steels Schuldgefühle zu appellieren, ihn davon abzuhalten, noch weitere Studenten dem Monster zu opfern.
Jack holte sie ein und versperrte ihr den Weg. »Du kannst nicht fahren.« »Natürlich kann ich. Es wird nur etwas länger dauern.« Sie machte einen Schritt nach vorn und griff nach dem Lenker. »Entweder du fährst mich oder ich fahre allein.« »Stacy, das ist meine Maschine.« Sie ignorierte Jacks Protest, stieg auf die Kawasaki und griff nach dem Helm, der vom Lenker baumelte. »Es geht immer nur darum, was du willst, oder?« »Es geht hier nicht darum, was ich will, Jack. Es geht um das einzig Vernünftige. Keiner kennt Professor Steele so gut wie ich. Steele fühlt sich schuldig. Er opfert die Studenten diesem Argon und das frisst ihn innerlich auf. Er hat ein verdammtes Holzkreuz in seinem Büro hängen, obwohl er nie gläubig war. Verstehst du? Er ist ein guter Mensch, Jack. Wenn wir ihn überzeugen können, dann können wir mit seiner Hilfe Argon aufhalten.« Jack nickte. »Und wenn ich die Berechnungen in seinem Buch richtig interpretiere, dann wird die Bruderschaft heute wieder jemanden opfern.« »Welche Berechnungen?« »Die ich den ganzen Nachmittag entziffert habe. Du hast dich doch bestimmt auch gefragt, was diese Notizzettel zu bedeuten hatten, oder?« Stacy atmete tief durch. »Also, fährst du mich jetzt oder muss ich das selbst machen?« Sam Allister wohnte mitten in den Waitham Woods, einem Waldgebiet in der Nähe von Oxford. Die Anreise verlief unproblematisch, außer dass Hassans alte Klapperkiste unterwegs zweimal ausfiel. Aber etwas anderes hätte Sachiko bei diesem Auto auch überrascht. Waitham war ein kleiner Ort, der vom Tourismus lebte. Gerade an schönen Tagen wie diesem waren zahlreiche Besucher in den Wäldern des Ortes unterwegs. Sachiko fand auf der Fahrt über ihr Smartphone heraus, dass die Waitham Woods eine Kooperation mit den Colleges von Oxford eingegangen waren, natürlich auch mit dem Cathedral College. Biologie- und Geologiestudenten führten in diesen Wäldern Forschungsprojekte durch. Sachiko wies Hassan an, nicht auf dem großen Besucherparkplatz zu parken, sondern den Wagen am Straßenrand des verwilderten Great Woods-Areals abzustellen. Ihre Navigations-App verriet ihr, dass sich Allisters Haus in dieser Gegend befinden musste. Als die beiden Trainees fast eine halbe Stunde im wilden Wald unterwegs waren, zog sich der strahlende Himmel langsam zu. Dichte, dunkle Wolken verdeckten die Sonne. Bald müssten sie Allisters Hütte erreicht haben, wenn sie Sachikos App Glauben schenken konnten. »Sag mal, findest du nicht, dass wir Stacy ein bisschen vor den Kopf gestoßen haben?« brach Hassan das Schweigen. »Ich meine, wir hätten ihr unseren Plan doch schonend erklären können. Stattdessen waren wir so, Edge-Badge, wir ziehen los und du bleibst hier.« »Hassan.« Stacy wollte mal wieder einen kompletten Alleingang hinlegen. Um ihr das vor Augen zu führen, braucht es eben manchmal einen Vorschlaghammer statt nettes Gerede. Hassan schnalzte mit der Zunge. »Als hättest du noch nie einen Alleingang unternommen.« Sachiko wollte eine schnippische Antwort geben, doch da fiel ihr auf, dass um sie herum plötzlich Stille herrschte. Die Vögel hatten aufgehört zu singen. Das Rauschen des Waldes war verstummt. Der grüne Wald hatte sich in einen dunklen Ort wie aus einem Schauermärchen verwandelt. Die Bäume wirkten nicht mehr wie stolze Hüter des Waldes, sondern wie gebrechliches Holz, das auf den nächsten kräftigen Windstoß wartete, um einzuknicken. Das Gras zwischen den Bäumen sah nicht mehr frisch und saftig aus, sondern so, als verfaule es gleich. Das konnte unmöglich allein an der Wolkendecke liegen, die über ihnen aufgezogen war, dachte Sachiko. Es war, als hätten sie und Hassan eine unsichtbare Grenze überschritten. »Spürst du das auch?« fragte Hassan. Sachiko schaute auf das Display ihres Smartphones. Die Navi-App hatte sich aufgehängt. Sie versuchte, das Menü zu schließen und die App neu zu starten. Vergeblich. »Mein Handy hat den Geist aufgegeben«, sagte sie. »Glaubst du das, was ich denke? Dass wir Allister ganz nahe sind?« Hassan nickte. Als hätten sie damit ein Unheil herbeigerufen, tauchte vor ihnen eine schmale, zweistöckige Hütte auf. Sachiko erkannte blühende Blumen auf dem Fenstersims und die Fenster selbst waren halb von Jalousien verhangen und angekippt, als würde jemand lüften. Vor der Hütte befand sich ein Baumstumpf, in dem eine Axt ruhte. Sachiko atmete tief ein. »Ich denke, hier lebt Allister.« In Allisters Hütte war niemand.
Sachiko schritt langsam durch das kleine Wohnzimmer und schaute sich um. Es herrschte Chaos. Wo sie auch hinblickte, fand sie Stapel von Büchern, aus denen bekritzelte Blätter ragten. Selbst auf dem Sofa stapelten sich Bücher. Alistair schien hier allein zu leben und auch niemals Besuch zu empfangen, denn es gab nur einen einzigen freien Platz auf dem Sofa. Auf dem Tisch standen mehrere mit roten Flecken besudelte Teller, auf denen sich Fliegen versammelt hatten. Sachiko steckte ihren Zeigefinger in einen der Flecken und roch daran. »Ketchup«, sagte sie, »frisch. Er hat gerade erst gegessen.« Komplett allein lebte er nicht. Am hinteren Ende des Zimmers befand sich ein Terrarium, in dem sich eine kräftige, gelbe Boa schlängelte. Im Gegensatz zur restlichen Behausung machte das Terrarium einen sauberen und gepflegten Eindruck. Die Schlange war kräftig und wohlgenährt, Alistair kümmerte sich offensichtlich um sie. Sie hing mit dem Kopf über einen der Äste und blickte Sachiko und Hassan gleichgültig an. Sachiko begrüßte sie. »Na, meine Große, du bist aber eine Schönheit.« Hassan räusperte sich. »Die ist alles aber nicht schön.« Sachiko ignorierte die Bemerkung und inspizierte weiter die Hütte. Der gesamte Raum wirkte, als hätte sich ein farbloser Schleier darüber gelegt. Alles schien ein wenig gräulich, trostlos. Sachiko war sicher, dass sie auf verhextem Gebiet standen. Einem Gebiet, in dem keine Vögel sangen und in dem es keine kräftigen Farben gab, außer dem Gelb der Boa. Sachiko erreichte den Treppenaufgang und lehnte vorsichtig ihr Gewicht auf die unterste Stufe, um zu sehen, ob die alte, abgenutzte Treppe ihr Gewicht überhaupt tragen konnte. »Ich werde mich mal oben umsehen«, sagte sie zu Hassan, der eines der Bücher durchblätterte. »Alles klar, schrei, wenn was ist. Ich schick dir dann deine neue hübsche Freundin zu Hilfe«, sagte er und nickte zu der Boa hinüber. Sachiko verdrehte die Augen und stieg vorsichtig die Treppe hinauf. Auch auf der oberen Etage gab es nur ein Zimmer. Es befand sich in einem noch miserableren Zustand als das untere. Am Fenster spross Schimmel, auf dem Fußboden lag zwischen Stapeln von Büchern eine schmutzige Matratze. Sachiko fragte sich, ob der Kerl eigentlich noch etwas anderes machte als zu lesen und etwas Holz zu hacken. »Sachiko«, ertönte Hassans Stimme. »Komm schnell runter.« Unten hielt er ihr ein riesiges Notizbuch entgegen. Auf dessen Deckel prangte das Symbol Argons. »Es lag hier unter den ganzen Tellern. Vielleicht finden wir darin einen Hinweis, wo er sein könnte«, sagte Hassan, räumte ein paar Bücherstapel zur Seite und ließ sich mit dem großen Buch auf dem Fußboden nieder. Sachiko setzte sich zu ihm und beugte sich mit ihm über das gigantische Notizbuch. Der neueste Eintrag waren mehrere Zeitungsartikel, die jemand feinsäuberlich ausgeschnitten und in das Buch geklebt hatte. Ein Artikel stammte aus dem Daily Telegraph. Ein Text über das angebliche Erdbeben am Cathedral College. Einige Passagen waren rot unterstrichen und mit unleserlichen Notizen versehen. »Egal, was er mit Argon noch zu schaffen hat«, kommentierte Hassan, »das Ganze scheint ihn in jedem Fall ordentlich zu beschäftigen.« Sachiko blätterte das Notizbuch im Schnelldurchlauf durch. Es war gefüllt mit langen Passagen in Kritzelschrift. Es würde einige Zeit dauern, all die Notizen zu entziffern. »Lass es uns mitnehmen«, sagte sie. Kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, bemerkte sie aus dem Augenwinkel heraus eine Bewegung. Jemand stand in der Tür und beobachtete sie. Sachiko wandte sich um. Ein hagerer Mann in einem schwarzen Mantel starrte sie an. Seine Augen waren genauso wild wie sein ungeschnittenes, gelocktes Haar und sein kräftiger Schnauzbart. Bevor Hassan und Sachiko reagieren konnten, schossen die vielen Besteckmesser von den mit Ketchup bespritzten Tellern in die Luft und kreisten die beiden ein, mit den Klingen auf ihre Gesichter zeigend. Alistair stand mit erhobener Hand in der Tür. Offenbar gebot er über das fliegende Besteck. Nur eine gezielte Bewegung und die Messer würden seinem Willen gehorchen und den beiden Trainees die Gesichter zerschneiden. Alistair sprach mit einer kratzigen, rauen Stimme. »Was habt ihr hier verloren?« Er kam bedrohlich auf Sachiko und Hassan zu.
Automatisch musste Sachiko zu der Boa schauen, die nun den Vorgang mit einem gewissen Interesse beobachtete. Sachiko blickte zurück zu Alistair. Vor ihrem Gesicht hingen die Messer bedrohlich in der Luft. Sie achtete darauf, keine falsche Bewegung zu machen. »Ich habe gefragt, warum ihr hier seid«, knurrte Alistair. Es klang, als sei er bereit, sie beide zu töten. »Wir sind wegen Argon hier«, sagte sie. »Mit diesem Monstrum habe ich nichts mehr zu schaffen.« Hassan deutete auf das Notizbuch, das noch immer geöffnet vor Sachiko lag. »Für mich sieht das aber ganz anders aus.« »Mach das sofort zu!« Sachiko klappte das schwere Buch zu. »Los, aufstehen!« Langsam, die Messer fest im Blick, standen sie auf. »Für wen arbeitet ihr?« »Wir sind für die Sinclair Academy tätig, eine Einheit, die dem Scotland Yard unterstellt ist.« »Ihr seid jung. Ihr gehört bestimmt zu Professor Steels studentischen Handlangern.« »Sehen wir aus wie Juristen?« fragte Sachiko herausfordernd. »Wir stehen auf der anderen Seite, Mr. Alistair.« Alistair fuhr sich mit der linken Hand durch die Haare, als er überlegte. Die rechte Hand hielt er weiter in die Luft gestreckt. »Wie viele Menschenopfer hat Argon bereits verschlungen?« fragte er schließlich. »Das wissen wir nicht genau. Wir wissen nur, dass er sich vor 5 Tagen selbst ein Opfer genommen hat, darum das Erdbeben. Und nur 2 Tage später hat ihm diese seltsame Verbindung eine weitere Studentin geopfert.« »Großer Gott«, keuchte Alistair. »Früher reichte ein Opfer im Jahr, jetzt nimmt er sich 2 in einer Woche.« Er schaute betroffen zu Boden. »Sir«, hakte Hassan nach. »Früher? Ich glaube, Sie wissen deutlich mehr als wir.« Alistair schaute betrübt auf. Seine Augen hatten nun nichts Wildes mehr, sondern schauten gebrochen. »Sie kommen vom Scotland Yard, sagen Sie, und Sie wollen Argon bekämpfen?« Sachiko nickte. »Und das geht am besten ohne Messer vor der Nase.« Alistair senkte seine rechte Hand. Sofort fanden die scharfen Messer ihren Weg zurück neben die schmutzigen Teller. Als hätte er die beiden Trainees vollkommen vergessen, schritt Alistair an ihnen vorbei zum Terrarium. Er nahm die Boa heraus, setzte sie sich auf die Schulter und gab ihr einen liebevollen Kuss auf den Kopf. »So viel Aufregung bist du nicht gewohnt, was?« sagte er zu ihr. Jegliche Anspannung fiel von Sachiko ab, als sie Alistair mit seiner Boa beobachtete. Der Einsiedler erschien nun nicht mehr wie ein bösartiger Magier, der jedem Eindringling die Kehle zerschneiden wollte, sondern wie ein zurückgezogener, sensibler Mann, der sich nur nach Nähe sehnte. Sachiko räusperte sich kurz, um auf sich aufmerksam zu machen. »Nun, setzen Sie sich doch«, forderte Alistair seine Gäste auf. Hassan deutete auf die vielen Stapel Bücher, die das Sofa beherrschten. »Das ist nicht so einfach.« »Natürlich, entschuldigen Sie.« Alistair hob seine Hand und sorgte mit ein paar Bewegungen dafür, dass sich die Bücher vom Sofa erhoben und durch den Raum wanderten. Die Trainees setzten sich. »Wissen Sie«, begann Alistair, »dass ich die Levitation beherrsche, fasziniert und erschreckt viele Menschen.« Demonstrativ ließ Alistair eines der vielen Bücher vor Sachikos Gesicht schweben. Das Buch öffnete sich und blätterte sich von selbst durch. Danach schwebte es zu den anderen Büchern. »Diese Tatsache macht es mir nicht immer leicht.« Während er sprach, ging Alistair auf und ab und streichelte seine Boa. »Meine Familie verstieß mich, weil sie dachte, ich wäre einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Da war ich 12. Ich habe auf der Straße gelebt und das Einzige gemacht, was ich konnte, um Geld zu verdienen. Ich habe Menschen mit der Kunst der Levitation beeindruckt. Aber ich wollte mehr aus mir machen. Ich wollte Richter werden, um Menschen vor Ungerechtigkeiten zu bewahren, wie sie mir widerfahren sind. Ich habe mir den Hintern wund gearbeitet, um am Cathedral College aufgenommen zu werden.« Alistair legte die Boa langsam zurück ins Terrarium. Er tat Sachiko leid. »Kaum hatte ich mein Studium begonnen, war ich bereits als Satanist verschrien. Ich war ein Außenseiter. Es war meine Bestimmung, allein zu sein, schätze ich.«
Haben Sie deswegen die Bruderschaft gegründet? Fragte Sachiko. So ist es. Sie sollte niemals das werden, was heute aus ihr geworden ist. Ich habe eine Vereinigung zusammengerufen für Studenten, die als Außenseiter galten. Aber selbst das war der Universitätsleitung offenbar suspekt. Professor Stiel hat die Vereinigung kurzerhand aufgelöst, weil man angeblich keine Geheimgesellschaften am Cathedral College akzeptierte. Die zahlreichen Verbindungen reicher Söhne waren von diesem Verbot natürlich nicht betroffen. Alistair klang verbittert. Selbst nach all den Jahren schien ihm diese Geschichte nahe zu gehen. »Ich war dumm, wissen Sie. Ich habe mich mit allen angelegt, die sich gegen uns gestellt haben. Ich sprach Drohungen aus. Ich machte mir damit das Leben am College selbst schwer. Ich und die anderen Mitglieder unserer Vereinigung wurden rausgeekelt. Steele wiegelte jeden gegen uns auf. Egal, was wir leisteten, unsere Noten waren schlecht. Ich bestand keine Prüfung des zweiten Studienjahres. Ich musste abbrechen.« »Also haben Sie beschlossen, sich zu rächen?« sagte Hassan. Alistair nickte zögerlich. Er sah sehr unzufrieden mit sich selbst aus. »Ich fand heraus, dass unter dem Cathedral College seit Jahrtausenden ein Monster lebt. Es schlief. Doch es gab einen Zauber, mit dem man es wecken konnte.« »War Ihnen denn nicht klar, dass Sie damit das Leben unzähliger Studenten gefährden?« fragte Hassan. Alistair schaute in einer Mischung aus Wut und Trauer zu Boden. »Ich hatte keine Ahnung, was ich anrichten würde. Ich war dumm und von meiner Wut gelenkt.« »Was ist dann passiert?« fragte Sachiko. »Nachdem ich Argon zum Leben erweckt hatte, habe ich mich zu der Tat bekannt. Professor Stiel und die Leitung des College nahmen mich sofort in Gewahrsam. Sie wollten mich bestrafen, aber ich glaube, Stiel wusste selbst nicht, was er mit mir anstellen sollte. Ich fürchte, er hätte mich am liebsten höchstpersönlich an Argon verfüttert. Aber Selbstjustiz liegt nicht in der Natur eines Juristen, nicht wahr?« »Also wurden Sie hierher verbannt?« fragte Hassan. »Nein, die Strafe habe ich mir selbst auferlegt. Wie ich sagte, ich war schon immer dazu verdammt, allein zu sein. Der Professor und das College unterstützten meine Entscheidung. Also habe ich mir diese Hütte in den Wayton Woods gebaut. Mein handwerkliches Geschick lässt zu wünschen übrig, ich weiß. Im Umkreis von 200 Metern habe ich einen Zauber gelegt, der Eindringlinge davon abhalten sollte, mir zu nahe zu kommen.« »Darum kein Vogelgesang, keine Farben, nur trostlose Ödnis«, ergänzte Sachiko. »Ganz genau.« »Haben Sie denn gar keinen Kontakt zur Außenwelt?« »In den 40 Jahren, die ich hier lebe, hatte ich nur mit Mitgliedern der Bruderschaft zu tun. Sie bringen mir einmal die Woche Lebensmittel vorbei. Furchtbare Sachen, Ketchup und solches Zeug, daraus machen sie sich einen Spaß. Und reden kann ich mit ihnen auch nicht, es sind meist bloß Milchgesichter.« Sachiko nickte. »Sonst niemand?« »Steel war vor ein paar Monaten hier. Ich weiß nicht genau, was er von mir wollte. Er redete über damals und sagte, dass er sich mir gegenüber falsch benommen habe, dass er all das Leid provoziert habe, das Argon über das Cathedral College gebracht hat. Er tat gerade so, als hätte er und nicht ich dieses Monstrum beschworen.« »Hat er sich bei Ihnen entschuldigt?« fragte Sachiko. »Nicht wirklich. Aber er fühlte sich schuldig, sagte, ihm sei damals alles außer Kontrolle geraten. Und jetzt würde sich das rächen. Und dann ging er wieder. Er schien durcheinander.« »Eine Sache habe ich noch nicht verstanden«, unterbrach Hassan. »Warum führt Professor Stiel die Bruderschaft noch immer an? Warum kämpft er nicht gegen Argon?« »Weil er sich damit selbst vernichten würde.« »Das verstehe ich nicht.« »Der Fluch, um Argon zu wecken, benötigt die Kraft einer Menschenseele. Argon und Stiel sind miteinander verbunden.« Die Abendröte hatte sich über das Cathedral College gelegt, als Stacy und Jack von der Kawasaki abstiegen und den Campus betraten. Stacy traute ihren Augen kaum, als sie über das Kopfsteinpflaster ging. Die Studenten schlenderten über den Innenhof, saßen auf der Wiese und unterhielten sich angeregt.
Nichts deutete darauf hin, dass direkt unter ihnen ein Monster lebte, das sie alle verschlingen würde. Die beiden Trainees schritten über den Innenhof. Stacy hatte das ungute Gefühl, als würden sie von allen beobachtet. Das unangenehme Gefühl verstärkte sich noch, als sie das Gebäude betraten, in dem sich Professor Steels Büro befand. Als sie die zweite Etage erreichten, waren die langen Flure des Hauses wie leergefegt. Endlich erreichten sie Steels Büro. Stacy hielt inne. Jetzt gab es keinen Weg mehr zurück. Wenn sie umkehrte, würden ihr vermutlich ein paar Dutzend Studenten den Weg versperren, sie festnehmen, davontragen und Argon zum Fraß vorwerfen. Sie saßen genauso in der Falle wie alle Studenten hier. Eine groß angelegte Falle. Und Professor Steele war der Drahtzieher. Nein, es gab kein Zurück mehr. Stacy wollte gerade an die Tür klopfen, da bemerkte sie, dass diese einen Spalt breit geöffnet war. Während ihrer Zeit am College hatte Stacy niemals erlebt, dass die Tür des Professors offen gestanden hatte. Sie warf Jack einen zögernden Blick zu. Er nickte. Sie stieß die Tür auf. Zu ihrem Erstaunen saß Steele hinter seinem Eichentisch. Seelenruhig sah er Stacy und Jack an, als hätte er sie schon erwartet. Sein weißes Haar glänzte fettig, seine Augen waren glasig, als hätte er tagelang keinen Schlaf gefunden. Vor Stacy saß kein Dekan, sondern ein verwirrter, alter Mann. »Endlich sind Sie da, Stacy«, sagte Professor Steele müde. »Sie müssen mit uns kommen, Mr. Alistair«, drängte Hassan. »Nur Sie können uns helfen, Argon zu besiegen.« Alistair schaute ihn überrascht an, als wäre er selbst niemals auf diese Idee gekommen. Dann schüttelte er den Kopf. »Ich habe genug Schaden angerichtet«, sagte er und wandte sich seiner Boa zu. »Das Exil ist der einzige Verbleib für mich, der noch Sinn macht. Ich habe nichts anderes verdient.« Sachiko fand, dass der Telekinetiker wie die Hauptfigur aus einer griechischen Tragödie wirkte. Er war zielsicher auf sein Verderben zugesteuert, hatte nichts als Unglück über sich und die Menschen in seiner Umgebung gebracht und trauerte nun über die Situation, wollte aber nichts mehr verändern. Er schien den Glauben an sich selbst vor langer Zeit verloren zu haben. »Es gibt immer eine Möglichkeit, etwas zu verändern«, sagte sie. »Für mich ist es zu spät.« Sachiko wurde langsam unruhig. Sie bezweifelte, dass dieser alte Mann ihnen eine große Hilfe sein konnte. Draußen wurde es bereits dunkel. Die Bruderschaft würde gleich ihr nächstes Opfer zu Argon zerren. Sachiko wollte gerade aufstehen und Hassan auffordern, zum College zurückzukehren, als ihr Kollege erneut das Wort an Alistair richtete. »Sie leben mit einer verdammt großen Schuld, alter Mann. Das wissen Sie. Sie sind verantwortlich für den Tod von so vielen jungen Menschen. Und das Einzige, was Ihnen einfällt, ist, sich im Wald zu verkriechen.« Alistair schaute zu Boden. Sachiko hoffte, er würde nicht wieder Messer durch die Luft jagen. Hassan bewegte sich auf sehr dünnem Eis. Doch Hassan gab nicht nach. Er stürmte zu der Stelle, wo das riesige Notizbuch lag, schlug die letzte Seite auf und hielt sie Alistair dicht vor die Nase. Die Seite mit dem Artikel aus dem Daily Telegraph. Ein Foto zeigte den vom Erdbeben zerstörten Campus. »Das ist erst der Anfang. Was glauben Sie, wozu das Monster noch fähig ist? Wollen Sie warten, bis es ganz Oxford verschlungen hat?« Alistair schenkte dem Artikel keinerlei Aufmerksamkeit, was Hassan noch wütender machte. Er schüttelte das Buch und schrie nun. »Sie können es verhindern. Sie müssen endlich Frieden mit Professor Steele schließen.« Hassan schleuderte das Buch weg. »Ich weiß, wie es ist, eine Schuld mit sich herumzutragen. Ich weiß auch, was es heißt, den Tod von Menschen zu verantworten. Meine Eltern sind wegen mir gestorben. Eine Schulfreundin ist bei einem U-Bahn-Unfall vor meinen Augen gestorben. Die Frau, die ich liebte, konnte ich nicht vor einem bösen Fluch retten.« Alistair zitterte. »Trotzdem mache ich weiter, denn trotzdem kann ich Menschen retten. Und irgendwann werde ich meine Schuld begleichen. Wichtig ist nur, dass ich niemals aufgebe. Sie haben eine Chance, um die ich Sie beneide. Sie können sich von Ihrer Schuld befreien, Mr. Alistair.« Alistair hob den Kopf und nickte zögerlich.
Professor Steele bot einen armseligen Anblick. Mit seinen geröteten Augen saß er versteckt hinter seinem Eichentisch, schaute die Besucher starr an. Seine Haut wirkte im schwachen Licht der Schreibtischlampe blass und farblos. Die Jalousien waren heruntergelassen und ließen nicht den kleinsten Rest Abendsonne hinein. »Sie wissen, warum wir hier sind«, begann Stacy vorsichtig. »Es ist nicht gut, dass Sie so neugierig waren«, unterbrach er sie. »Wir hatten alles unter Kontrolle. Wir hätten alles geregelt und das Cathedral College wieder zu einem friedlichen Ort gemacht. Aber Sie konnten ja nicht aufhören, Ihre dummen kleinen Nachforschungen anzustellen. Es geht um das Leben Unschuldiger.« »Das ist das Problem, Stacy. Darum waren Sie nie eine besonders gute Studentin. Und darum wären Sie auch nie eine gute Juristin geworden. Es geht um das Recht, nicht um die Gerechtigkeit.« »Sie sollten aufpassen, was Sie sagen«, sagte Jack und ergriff Stacys Hand. Stacy deutete auf das Kreuz, das über Steels Schreibtisch hing. »Ich weiß, dass Sie sich schuldig fühlen.« »Meine Schuld spielt keine Rolle«, sagte der Professor bedrückt. »Das ist es, was idealistische Menschen wie Sie nie verstehen. Das hier ist eine Sache, die größer ist als Sie und ich. Es geht um das Wohl des Cathedral College. Und wenn Opfer dafür nötig sind, dann muss ich mich dem beugen.« Nun schaute der Professor mühsam auf. »Wenn ich mich gegen das Monstrum auflehne, dann ist alles verloren, was ich in meinem Diensteid geschworen habe. Dann werden Tausende sterben. Argon ist mächtiger, als ich je sein werde. Das habe ich nun eingesehen.« »Sie sind ein erbärmlicher Feigling.« Stacy konnte ihre Wut nicht mehr zurückhalten. »Ich habe meine Entscheidung bereits getroffen. Ich werde diesen Weg zu Ende gehen. Und Sie, liebe Stacy, werden mich bestimmt nicht davon abhalten.« Langsam schälten sich hinter Steel Gestalten aus der Dunkelheit heraus. In schwarze Kutten gekleidete Männer. An ihrer Spitze erkannte Stacy Terrell. Er lächelte sie böse an. »Fühlt euch geehrt, Mitglieder der Sinclair Academy«, sagte er in feierlichem Ton. »Ihr werdet nun Teil von etwas Größerem.« Stacy hasste diese Kälte, die über ihr Gesicht strich, wie ein Gefühl des nahenden Todes. Schlagartig wurde ihr bewusst, wo sie sich befand. Auch wenn sie keine Ahnung hatte, wie sie hierher gekommen war. Es war Argons kalter Atem, der ihr aus dem Abgrund, vor dem sie stand, entgegenströmte. Stacy spürte eine Hand, die nach ihrer griff. Es war Jack, der direkt neben ihr stand und sie verzweifelt anblickte. Stacy drückte seine Hand und erschrak, als sie die Stimmen hinter sich wahrnahm. Sie ließ Jacks Hand los und wandte sich um. Ein halbes Dutzend Männer in schwarzen Kutten stand dort. Sie flüsterten wild durcheinander, Worte, deren Bedeutung Stacy nicht verstand. Sie meinte immer wieder den Namen des Monstrums herauszuhören, mehr aber auch nicht. Doch anders als beim Mord an Angela klangen die Mitglieder der Bruderschaft diesmal nicht ruhig und diszipliniert. Viel eher wirkten sie gehässig und blutgierig, wie eine Meute wilder Piraten, die darauf wartete, dass ihr Opfer endlich über die Planke springen würde. Und ihr Kapitän war jemand, dem Stacy eine solche Tat nie zugetraut hatte. Professor Steele. Er und Tyrell standen direkt hinter ihr und Jack. »Vorwärts«, rief Tyrell. Dabei feixte er. Stacy bewegte sich keinen Millimeter. Sie blickte den beiden Männern fest in die Augen. Doch während Tyrell ihren Blick standhielt und sie herausfordernd angrinste, schaute der Professor zu Boden. Schämte er sich für das, was hier geschah? Für die Bruderschaft? Stacy wollte daran glauben, dass Steele immer noch der war, den sie als Studentin kennengelernt hatte. Vielleicht bestand noch Hoffnung. »Sie verhalten sich wie ein Feigling, Professor«, zischte Stacy. »Halt dein Maul, du Miststück«, antwortete Tyrell und trat einen Schritt näher heran. Sein wütender Blick veränderte sich zu einem Lächeln. Er schaute an Stacy vorbei, als würde sich hinter ihr etwas auftürmen.
Sie wandte sich um. Ein Tentakel streckte sich in ihre Richtung. Er tanzte vor ihren Augen, als würde er diesen Moment genießen. Stacys Kopf schmerzte, sie ging in die Knie. Komm zu mir! Hallte Argons Stimme durch ihren Kopf. Wie von fremden Kräften gesteuert, schritt Stacy auf den Abgrund zu. Sie konnte sich nicht wehren, sie wurde angezogen. Legba, sagte sie sich. Ruf Legba. Sie schloss die Augen und dachte an den alten Mann, der sich auf einen Gehstock lehnte. Der gesegnete Legba, Hüter der Tore, Schutzschild gegen fremde Kräfte. Vor ihrem inneren Auge strahlte seine Gestalt, hell wie Sonnenlicht. Er reichte Stacy seine Hand. Sie musste sie nur ergreifen. Doch sie konnte nicht. Ihre Gliedmaßen waren wie betäubt. Eine fremde Kraft zog sie von Legba weg. Hinein in die Dunkelheit, hinein in den Abgrund, hinein in Argons Rachen. Sie spürte keinen Boden mehr unter ihren Zehenspitzen. Gleich würde sie in den Abgrund stürzen. »Halt!« rief eine Stimme. »Nara ad Argon!« Stacy blieb stehen. Die Macht Argons ließ sie los. Sie schaute zum Eingang des Tunnelsystems, wo sie einen dunkel gekleideten Mann mit wilden Augen und zerzaustem Haar erblickte. Er hatte die Worte ausgesprochen, die Argons Kräfte unterbanden oder wenigstens schwächten. Das musste Mr. Alistair sein. Und neben ihm erkannte sie zwei wohlvertraute Gesichter, die ihr Herz vor Freude schlagen ließen. Sachiko und Hassan. Stacy nutzte die Ablenkung und ihre wiedergewonnenen Kräfte. Jack bewegte sich noch immer auf den Abgrund zu. Er hatte es nicht geschafft, sich von der Gedankenkontrolle Argons loszureißen. Sie stürmte in seine Richtung und riss ihn zu Boden. Jack, du musst dich wehren, wehr dich! Aber Jack starrte sie mit einem leeren Blick an. Argons dunkle Energie hatte sich bereits tief in ihn hineingefressen. Hektisch wandte sich Stacy um und musste mit ansehen, wie einige Männer der Bruderschaft nun auf Mr. Alistair, Sachiko und Hassan zustürmten. Ihre beiden Kollegen wehrten sich mit Schlägen und Tritten und schafften es, die Männer in Kutten von sich fernzuhalten. »Ich werde euch alle zermalmen«, hörte Stacy Argon rufen. »Wer es wagt, meine Opfergabe zu vereiteln, wird von mir gefressen.« Stacy musste schnell etwas unternehmen. »Mutter, kannst du mich hören? Ich brauche deine Hilfe.« »Stacy«, antwortete ihre Mutter, »wo bist du nur wieder hineingeraten?« Für Erklärungen blieb keine Zeit. »Bitte hilf mir, Mutter, hilf mir, Legba anzurufen. Ich schaffe es nicht allein.« Stacy hörte ihre Mutter leise murmeln. Dann erkannte sie die Verse. Sie hatte sie schon einmal gehört. Sie waren tief in ihrem Gedächtnis vergraben. Immer lauter ertönte die Stimme ihrer Mutter in ihrem Kopf. Stacy stieg in das Mantra mit ein und wiederholte die Worte in Langai, die Sprache des haitianischen Voodoo-Kultes. »O gesegneter Legba, sei mein Licht, sei mein Schild in dunkler Nacht.« Sie schloss die Augen, während sie den Vers immer und immer wieder aufsagte. Es war, als würde sie mit unermesslicher Geschwindigkeit durch die Dunkelheit rauschen. Alles Leid und alle lähmenden Kräfte sausten an ihr vorbei, als wären sie klein und unbedeutend. Legba, der alte Mann mit dem faltigen, gutmütigen Gesicht, der den schweren Sack auf dem Rücken mit Stolz trug, erschien vor ihr. Er blickte Stacy friedfertig entgegen, streckte seine Hand aus. Diesmal gab es nichts, was Stacy von ihm wegzog. Diesmal bewegte sie sich dem Hüter der Tore entgegen. Sie nahm seine Hand. Sofort durchströmte Stacy eine warme, fließende Kraft, die ihre Hand zum Zittern brachte. Legbas Licht erstrahlte in ihrem Körper, in ihren Lungen, in ihrem Herzen, in ihrem Kopf. Sie fühlte sich wie neugeboren. Stacy riss die Augen auf. Die Männer der Bruderschaft hielten Sachiko, Hassan und Mr. Alistair fest und grinsten triumphierend. Die Blicke der Trainees dagegen waren leer, willenlos. Argon hatte es geschafft, auch auf ihre Gedanken zuzugreifen. Komm zu mir, Stacy. Komm zu mir und mach mich glücklich, wandte er sich an Stacy. Im Leben nicht, antwortete sie. Was?
Sie konnte Argons Stimme in ihren Gedanken das Erstaunen anhören. Du kannst dich meiner Macht nicht entziehen. Das kann niemand. Scheint so, als wüsstest du nicht viel von der Welt. Argons Stimme lachte gehässig auf. Dann wirst du eben bei vollem Bewusstsein zuschauen, wie deine Freunde sterben. Stacy schaute zu Jack herüber. Argon zog ihn an den Abgrund heran. Nur noch wenige Zentimeter und Jack würde in das Maul des Monsters hinabstürzen. Stacy sprang vor, packte ihn und riss ihn zurück. Zwar konnte sie ihn ein paar Schritte vom Abgrund zurückdrängen, doch er drängte schon wieder in sein eigenes Verderben. Jack, reiß dich zusammen, stieß sie hervor. Jack konnte sie nicht hören. Er befand sich in Argons Fängen. Stacy machte kurzen Prozess. Sie sprang erneut zu dem Armeeveteran und verpasste ihm einen gezielten Schlag in die Magenkuhle. Jack krümmte sich. Sie stieß ihn zu Boden. Als er versuchte, sich aufzurichten, setzte sie einen Kick hinterher, der Jack ausnockte. Tut mir leid, aber anders geht es nicht. Jack blieb am Boden liegen, jedenfalls für den Moment. Muss man denn hier alles selbst erledigen? Tyrells Stimme erklang hinter ihr. Der Dozent mit den wahnsinnigen blauen Augen hastete auf Stacy zu. Er versuchte alle Kraft, die er aus seiner energischen Bewegung mitbrachte, in einen Stoß umzusetzen. Ein fataler Fehler. Stacy täuschte links an und tat dann locker einen Schritt nach rechts, nutzte Tyrells Schwung aus und stieß ihm die Handkante in den Rücken. Tyrell ruderte wie wild mit den Armen, um sich auf der Kante des Abgrunds zu halten. Bitte nicht, Stacy, sagte er, als er sein Gleichgewicht zurückerlangte. Wir können Argon gemeinsam dienen. Du und ich, wir wären... Stacy versetzte ihm einen harten Stoß. Ein langer Schrei begleitete Tyrells Fall. Mit einem klatschenden Geräusch schlug er auf das rosafarbene Fleisch auf, versuchte sich irgendwo festzuhalten. Dabei schrie er vor Schmerzen und vor Todesangst. Er schaute flehend hinauf zu Stacy. Doch es nützte nichts. Seine Kräfte verließen ihn und er rollte in das Innere des Mauls hinab in Argons Rachen. Stacy wandte sich von dem entsetzlichen Anblick ab und sah in stumme Gesichter. Keiner der Schwarzkutten sagte etwas. Offenbar wusste niemand von ihnen, was nun zu tun war, nachdem ihr Anführer in die Tiefe gestürzt war. Ihr habt ihn getötet, ertönte Argons zerstörerische Stimme. Ihr habt den getötet, der mir diente, der mir half zu wachsen. Argons Fangarme schossen zischend aus dem Loch heraus. Bedrohlich streckten sie sich weit in die Höhe, bereit, jeden zu packen und in die Tiefe zu reißen. Der Boden vibrierte. Es riss Stacy beinahe von den Füßen. Kleine Gesteinsbrocken fielen von der Decke herab. Dafür werde ich euch alle vernichten. Hassan, Sachiko und auch die Schwarzkutten hielten sich den Kopf und gingen in die Knie. Stacy verstand, dass Argon nun auf die Gedanken aller zugriff. Ich bin der Fresser der Welten. Als Argon ein weiteres Mal mit einem Fangarm blindlings gegen die Wände wütete, schlug ein meterdicker Stein nur Zentimeter neben dem Professor ein und riss ihn von den Beinen. Am Boden liegend sah er, wie die Anhänger der Bruderschaft flüchteten. Steel wusste, dass sie keine Chance hatten. Dem Monstrum war es vollkommen egal, wen es in den Abgrund riss und verschlang. Es wollte aus seinem Loch herausklettern, den Boden des Cathedral College aufreißen und sich hinausstürzen ins nächtliche Oxford. Und das wäre nur der Anfang. Der Fresser der Welten wollte seine düstere Prophezeiung endgültig wahrmachen. Steel kam wieder auf die Beine, zog sich schutzsuchend in einen der Tunneleingänge zurück und beobachtete die schreckliche Szenerie. Die Schwarzkutten unterstanden vollkommen der Macht Argons. Wie in Trance schritten sie auf den Abgrund zu, während die Tentakel über ihren Köpfen wild zuckten. Auch die Trainees der Sinclair Academy standen unter Argons Macht. Kämpfer, die sich dem Guten verschrieben hatten. Und nun würden sie sterben.
Nur eine schien sich gegen die Kräfte des Monstrums wehren zu können. Stacy setzte alles daran, ihre Teamkollegen vor dem Tod zu retten. Einen hatte sie bewusstlos geschlagen, die anderen beiden zerrte sie vom Abgrund weg. Der Professor bewunderte ihren Kampfeswillen, während er sich selbst rücklings gegen die Steinwand presste. Er hockte auf dem Boden und umfasste mit beiden Händen seine Knie. Was hatte er nur angerichtet? Natürlich war es Alistair, der Argon einst beschworen hatte. Er hatte das Wüten Argons zu verantworten. Doch war Steele nicht genauso verantwortlich? Als Alistair ihn gerufen hatte, war Argon nicht annähernd so mächtig und gefährlich gewesen, wie er es nun war. War es nicht Steele, der das Monstrum jahrzehntelang gefüttert hatte und es zu dem weltenzerstörenden Wesen hatte anwachsen lassen, das es nun war? Trug er nicht eine mindestens genauso große Schuld wie Alistair? Ein Gesteinsbrocken regnete von der Decke herab. Im tiefsten Inneren hoffte der Professor, einer der Steine oder ein blinder Tentakelschlag würde ihn erwischen und töten, ihn von seiner Schuld erlösen. Doch nur wenn er sich freiwillig Argon opfern würde, könnte er den Fluch für immer beenden und die Menschheit vor dem Fresser der Welten bewahren. Das wusste er. Aber war er stark genug dafür? Sein Wunsch zu sterben wurde größer, als er sah, wie ein Mitglied der Bruderschaft fremdgesteuert auf den Abgrund zuschritt und sich völlig emotionslos in Argons Maul warf, wie ein Lemming. Die ich rief, die Geister, dachte Professor Steele. Gerade als er eine Träne aus seinem Augenwinkel wischte, tauchte ein ihm bekanntes Gesicht vor seinen Augen auf. Es war um einige tiefe Falten reicher geworden. Die Haare waren ergraut, der Schnauzbart wucherte mittlerweile wild, doch diesen schelmischen, frechen Blick würde er immer wieder erkennen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Sam Alistair. Steele verzog das Gesicht. Der schlimmste Mensch, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Es tut mir leid, was ich getan habe. Alistair schaute zu dem Abgrund, aus dem meterlange Fangarme ragten, die imstande waren, das gesamte College dem Erdboden gleichzumachen. Ich habe das nicht gewollt. Aber wir können das beenden, Professor. Hier und jetzt. Wenn es einen passenden Moment gibt, Frieden zu schließen, dann wohl jetzt, sagte Steele. Er war es leid. All die Jahre hatte er geglaubt, sich seinem Schicksal entziehen zu können. Hatte geglaubt, das Monster unter Kontrolle halten zu können. Und nun drohte es, alles zu zerstören, wofür er gelebt hatte. Und das Cathedral College wäre nur der Anfang. Wir können es beenden, sagte Alistair erneut und hielt dem Professor eine Hand hin. Steele griff danach und ließ sich hochziehen. Er starrte zu dem Abgrund, aus dem sich Argon gerade mit der Kraft seiner Fangarme herauszog. Langsam schritt er darauf zu. Die Geister, die ich rief, werde ich zurück in die Hölle schicken. Jack war wieder zu sich gekommen und erhob sich wie ferngesteuert. Stacy rannte zu ihm, warf ihn erneut zu Boden und zog ihn ein Stück weiter vom Abgrund weg. Jack wehrte sich, trat nach ihr, krallte sich am Boden fest und wollte sich zum Abgrund ziehen wie ein Zombie. Stacys Kraft ließ nach. Während sie Jack festhielt, wanderte ihr Blick geradeaus. Sie hatte Sachiko und Hassan weit vom Abgrund weggebracht. Doch nun schritten auch die beiden wieder willenlos auf den Schlund zu. Vor Verzweiflung stieß Stacy einen Seufzer aus. Kurzerhand trat sie Jack in die Kniekehlen, in der Hoffnung, dass er so ein wenig länger liegen bleiben würde. In Windeseile sprintete sie um den Abgrund herum und wich dabei den fallenden Gesteinsbrocken und den um sich schlagenden Fangarmen aus. Sie erreichte Hassan und hielt ihren Kollegen mit beiden Händen an den Schultern fest. »Verdammt, Hassan, kämpf dagegen an!« Doch Hassan zeigte keinerlei Reaktion. Seine volle Aufmerksamkeit galt dem Abgrund vor ihm. »Na schön!« Stacy holte zu einem Schlag aus und traf Hassan im Gesicht. Benommen
ging er zu Boden. Das sollte ihr etwas Zeit verschaffen. Sie wandte sich um und schaute nach Jack, der bereits wieder auf den Beinen war. Neben ihr ging Sachiko ebenfalls auf den Abgrund zu. Stacy schätzte die Situation ab und fragte sich, wie lange sie dieses Spiel noch mitmachen könne. »Okay, zuerst Sachiko, dann Jack«, sagte sie zu sich selbst. In diesem Moment schnürte ihr etwas den Bauch zu. Als sie an sich herunterblickte, sah sie schleimig glänzende Saugnäpfe, die sich an ihr festhielten. Ein Fangarm Argons hatte sich um ihren Körper geschlungen und drückte mit aller Kraft zu. Langsam zog er sie von Sachiko weg, dem Abgrund entgegen. Hab ich dich! Ertönte Argons Stimme voller Genugtuung und Gier in ihrem Kopf. Stacys Füße schleiften über den steinigen Untergrund, sie strampelte, gewann jedoch keinen Halt. Sie versuchte zu atmen, stieß jedoch bloß ein Röcheln aus. In ihrer Rippengegend knackte es schmerzhaft. Ich bin beeindruckt, Stacy, sprach Argon. Nie hat es jemand geschafft, meinem Einfluss zu entkommen. Jahrhunderte habe ich Menschen kontrolliert, habe sie mich füttern lassen, habe sie mich verehren lassen, habe in ihre kleinen, naiven Seelen geschaut. Stacy fuchtelte verzweifelt mit den Armen herum. Sie wollte nach Sachiko greifen, die kurz davor war, sich in Argons Maul zu stürzen. Die Menschen sind dumm, Stacy, weil sie denken, sie wären das Maß aller Dinge. Sie könnten sich über mächtige Wesen wie mich erheben. Dabei bin ich es, der sie alle kontrollieren kann. Sachiko, quälte sich Stacy heraus. Viel zu leise. Niemand hätte diesen Ruf hören können. Der Einzige, der es von selbst eingesehen hat, war Tyrell. Ihn musste ich nicht kontrollieren. Er war mein treuer Verbündeter. Und du hast ihn ermordet. Dafür werde ich dich zum Schluss fressen, nachdem all deine Freunde in meinem Schlund gelandet sind. Sachiko durfte nicht sterben. Und erst recht nicht so. Nicht wie ein Schaf, das freiwillig zur Schlachtbank schreitet. Sachiko, stieß Stacy hervor und es fühlte sich an, als würden ihre Lungen platzen. Währenddessen wanderte ihre Kollegin unbeirrt weiter. Stacy wandte sich ab, damit sie den Sturz nicht sehen musste. Da erblickte sie zwei weitere Gestalten, die sich auf den Abgrund zubewegten. Sie schienen nicht unter Argons Band zu stehen. Dafür bewegten sie sich viel zu schnell. Es waren Professor Steele und Sam Allister. Verblüfft schrie Argon in Stacys Gedanken auf. Allister und Steele hielten einander fest, während sie auf den Abgrund zurannten. Sie schrien nicht vor Angst oder vor Schmerz, aber sie stürzten sich gemeinsam in Argons fleischiges Maul. Sie ließen sich einfach hinunterfallen, als wäre es ein Akt der Befreiung. Sie opferten sich. Der Fangarm um Stacys Oberkörper erschlaffte augenblicklich und ließ sie los. Sie hetzte Sachiko entgegen, deren linkes Bein bereits über dem Abgrund schwebte. Keine Sekunde zu früh zog sie ihre Kollegin vom Abgrund zurück. Im selben Moment stieß Argon einen mächtigen Schrei aus, der von den Wänden als tausendfaches Echo zurückgeworfen wurde, dass Stacy glaubte, ihre Trommelfelle würden reißen. Die Fangarme des Monstrums schlugen nur noch halbherzig gegen die Wände und krümmten sich, als würden sie große Schmerzen erleiden. Argon lag im Todeskampf. Vorsichtig näherte sich Stacy dem Abgrund. Das rosafarbene Maul des Monstrums verkleinerte sich, als würde es in sich zusammenfallen. Seine Haut wirkte faltig, schrumpelig, ein Akkordeonbalg, dem die Luft entwich. Argon wurde schwächer. Das Monster war nicht länger fähig, sich an den Gesteinswänden hochzuziehen. Stattdessen sank es immer weiter in die Tiefe, schrumpfte in sich zusammen, als es sein Bewusstsein wieder verlor. Es fiel wieder zurück in den Schlaf, aus dem Sam Allister es gerissen hatte. Stacy ließ sich erleichtert auf den Boden sinken,
atmete tief aus und spürte sogleich den Schmerz in ihren Rippen. »Reiß dich zusammen«, sagte sie zu sich selbst. »In ein paar Wochen ist das wieder gut.« Ihre Kollegen lagen bewusstlos am Boden und regten sich nicht. Ob sie mitbekommen hatten, dass Argon von ihnen Besitz ergriffen hatte? Ob sie begriffen hatten, dass sich Professor Steele und Mr. Alistair am Ende doch noch für das Richtige entschieden und sich geopfert hatten? Es war ein Massaker gewesen. Doch Steele hatte sich am Ende doch noch für das Gute entschieden. Im tiefsten Inneren war Stacy unsäglich froh, dass sie sich nicht in ihrem alten Dekan und Freund geirrt hatte. Sie zückte ihr Handy, um in der Academy anzurufen. Es war nicht leicht, mit schmerzenden Rippen so viel Ingwertee quer durch die Academy zu balancieren, doch Stacy wollte nur einmal von der Küche bis zum Aufenthaltsraum laufen, in dem Miss Julia übergangsweise ein paar Feldbetten hatte aufstellen lassen. Langsam ging Stacy auf Sachiko zu, die als einzige von den dreien wach war, und gab ihr vorsichtig den Tee in die Hand. »Ingwer«, kommentierte sie, »hilft gegen alles.« Sachiko war leichenblass. Lediglich ihr kanariengelbes Haar brachte etwas Farbe in ihre Erscheinung. »Danke«, sagte sie. »Alistair will mir nicht aus dem Kopf. Irgendwie mochte ich den kauzigen Kerl.« Sie trank einen Schluck und verzog das Gesicht. Der Tee schmeckte ihr offenkundig nicht. »Hab dich nicht so. Gesund werden ist kein Erholungsurlaub. Hast du dich um die Boa von Mr. Alistair gekümmert?« Stacy rollte mit den Augen. Für Sachiko gab es nichts Dringenderes, als diese blöde Boa aus dem Wald zu retten. »Ja, hab ich«, log Stacy. In gewisser Hinsicht war es wahr. Sie hatte Kathy beauftragt, die Boa in Sicherheit zu bringen. »Ach, und falls du es wissen willst«, wechselte sie das Thema, »sie zementieren jetzt das Loch unter dem Cathedral College zu, auf das Argon nie wieder entdeckt und belebt wird. Die College-Leitung ist etwas wahnsinnig, wenn du mich fragst. Obwohl der halbe Campus zerstört ist, setzen sie den Lehrbetrieb im laufenden Semester fort.« Sachiko schüttelte den Kopf. »Verrückt.« Dann lehnte sie sich ganz langsam zurück. »Ich bin müde, Stacy. Wir sehen uns später. Erst wenn du deinen Tee ausgetrunken hast.« Wie ein kleines Kind, das sein Brokkoli aufessen musste, verdrehte Sachiko die Augen, kam jedoch der Aufforderung nach. Stacy lächelte triumphierend, nahm ihrer Kollegin die Tasse ab und erhob sich. »Eine Sache noch, Sachiko.« »Ja?« »Wenn du wieder fit bist, müssen wir unseren Kampf mit dem Holzschwert zu Ende führen. Es wäre doch eine Schande, nicht zu erfahren, wer die bessere von uns beiden ist.« Sachiko stöhnte genervt. »Geh endlich.« Mit einem breiten Lächeln verließ Stacy den Aufenthaltsraum. Es würde ein paar Tage dauern, bis ihre Kollegen wieder fit sein würden. Sie sollte die Zeit nutzen, um etwas Sinnvolles zu unternehmen. Vielleicht, dachte Stacy, sollte sie ihre Mutter besuchen. Das war Sinclair Academy, Folge 5, Das Grauen von Oxford. Gelesen von Thomas Balou Martin. Eine Produktion von Lübbe Audio 2016.